Fast genau 2 Jahre ist es her, da war er mein Premierengast bei dieser von Vinyl Digital präsentierten YouTube-Hip-Hop-Show. Ich freue mich sehr, dass er heute wieder hier ist. Figo Braslewicz. Hallo Jean-Marc, grüß euch. Mein Lieber, es ist immer eine große Freude, dass du vorbeischaust. Das könnten wir eigentlich auch, haben wir ja schon mal so im privaten Kreis besprochen, du könntest eigentlich auch alle 2 Monate vorbeikommen, weil irgendwas steht bei dir ja immer an. Ja, das stimmt. Aber diesmal gibt es einen sehr guten Grund oder eigentlich ganz viele Gründe. Der eine Grund steht schon mal hier. Yes. Wunderbare Scheibe. Ich bin happy. Ja. Wirklich. Ich gebe sie dir mal rüber. Mhm. Ich habe sie jetzt auch gerade zum 2. Mal in der Hand. Ich habe sie vorher das 1. Mal in der Hand bekommen. Das ist mein neues Album, das ist am Freitag erschienen. Also vorletzten Freitag, wenn ihr seht, aber ist egal, 3.7. ist es genau, rausgekommen. Genau, und ja, ich bin sehr happy, weil das ist ein eher persönlicheres Album. Es klingt so komisch, weil wie kann man da Persönlichkeit reinbringen? Außer, also ich rap da drauf nicht. Ich erzähle jetzt auch keine großartigen Stories, aber die Titel und das Gefühl von dem Album ist sehr persönlich. Und die letzten 5, 6 Jahre hatte ich so ein bisschen eine schwierige Zeit. Und mit Cassetta de Uf habe ich die sozusagen angerissen und das Gefühl da reingelegt. Und mit dieser Platte komme ich jetzt sozusagen in meine gute Zeit, wenn man so will. Das ist sehr schön beschrieben. Ja, dieses Album, es ist dein Beitrag zur Expedition 100-Reihe, war auch sehr schnell ausverkauft. Immer nur 100 Stück gibt es. Ja, es ist ja eigentlich genau das, was wir Plattensammler gerne haben. So limitiert und schnell sein und gucken, wie komme ich an die Scheiben ran. Ich konnte, also pass auf, bei mir war das so, ich habe diesen Vorverkaufslink bekommen, als die schon ausverkauft war. Das heißt, als ich es posten wollte, war eigentlich keine Situation mehr für mich da. Die ist innerhalb von, glaube ich, 20 Minuten über den Ladentisch gegangen, was sich natürlich mich einerseits sehr freut, was auf der anderen Seite aber auch natürlich sehr ärgerlich ist. Wenn man dann eben Werbung machen möchte oder sein Produkt anpreisen möchte, ich habe jetzt die letzten 2 Wochen eigentlich so gut wie kaum was rausgelassen, außer die Singles, weil was soll ich denn anpreisen, außer hey, hör dir das dann an, wenn es da ist. Ne? Das ist schwierig. Ja, das ist, kann ich verstehen. Aber gut, irgendwo muss man ja... Luxusprobleme. Ja, sind Luxusprobleme und klar, wenn man natürlich sich dazu entscheidet, auf 100 Stück zu gehen, dann ist das natürlich bei gewissen Künstlern auch rasend schnell ausverkauft. Und bei dir war es sehr schnell ausverkauft, aber auch schon der Nachfolger übrigens, also ja. Nachfolger Volume 2, ne? Der zweite Teil von Guten Sweeps aus den Staaten. Auch ausverkauft, haben wir aber beide hier und jetzt kommt's, wir verlosen beide. Hey. Ja, das ist ja so ein bisschen, ich glaube schon fast Tradition hier, dass wir immer Platten, die es entweder nicht mehr gibt oder Testpressen. Ich mache mit. Du machst mit, ja, sehr es gut. Es gibt ja nur 100, von dem her, die ist was wert. Also die wird sowieso wieder steigen im Wert, das weiß ich jetzt schon. Ja, das wird wieder böse werden, da werden sich viele Leute wieder ärgern, leider. Ich habe ja jetzt die Moabit und die Keats, also die Expedition Volume 1 sozusagen. Ach, guck mal, er hat sie da. Die Platte habe ich jetzt repressed, also 2 Alben in einem. Dafür habe ich mir halt mega den Stress gegeben, um die Rechte von der 1er zu bekommen. Habe dann im Gegenzug die 100 angenommen. Aber ich kann es jetzt schon mal sagen, es war auf jeden Fall die letzte so Vinyl, also die 100 oder limitierte Vinyl. Ich mache das einfach so nicht mehr. Das mag ich nicht. Ich mache es einfach nicht. So. Ja, das ist immer so, ich stelle mir das auch schwierig vor. Irgendwie finde ich das schon gut, wenn man so Serien hat, die limitiert sind, weil sie ja auch ein gewisses Konzept verfolgen. Aber ich kann es als Künstler immer nachvollziehen, dass man sich denkt, oh Mann, nee, aber dann... Ich sag dir warum. Es gibt Künstler, da findet man es cool, wenn dann mal plötzlich ein Album auf Vinyl erhältlich ist, auch limitiert, dann kauft man sich das, weil das vielleicht keine direkten Vinyl-Künstler sind. Mhm. Ich wiederum bin aber eher ein physikalischer Künstler. Das heißt, ich kann viele physikalische Produkte verkaufen, auch international, nicht nur in Deutschland. Und wenn ich dann halt als Künstler so Limited Editions habe, dann klar ist die Nachfrage groß und das ist auch irgendwie cool, aber im Endeffekt schröpfe ich ja meinen Geldbeutel im Endeffekt ja auch irgendwo. Mhm. Und oft sind es natürlich diese Projekte, die dann auch irgendwie dummerweise sehr stark geworden sind, musikalisch, ja, und dann will die auch jeder haben und das ist schon ärgerlich. Also ich habe es ja schon mal, glaube ich, erwähnt, dass ich über die letzten Jahre seit der ersten Moabit bestimmt 5.000, 6.000 Platten hätte verkaufen können und davon gab es halt nur 300. Sprich, da kann man sich dann vorstellen, wie viel Geld das dann im Endeffekt ist, ne, wenn man dann 20 Euro pro Platte verdient.
Verstehe ich total. Ja, wie kommt ihr jetzt an diese beiden ran? Ne? Sind ja, wie gesagt, ausverkauft. Die ganze Serie, da müsste echt schnell sein. Also ich glaube, die MZ Boom Bap ist auch schon ausverkauft. Die dritte dann, Volume 3, die Volume 4 von Dama Beats, müsste, wenn die Sendung läuft, wahrscheinlich auch schon ausverkauft sein. Dementsprechend, ihr wollt den Beitrag von guten Figup, ihr wollt den Beitrag von guten Sweeps. Ihr macht das, ihr kennt das ganz einfach. Sendung liken, natürlich so den YouTube-Kanal von Vinyl Digital abonnieren, aber das ist jetzt nicht die Voraussetzung, aber es wäre sinnig, wenn ihr das generell macht. Liken die Sendung, unten kommentieren, dass ihr hier die beiden Scheiben haben wollt und dann losen wir einfach aus. Habe ich mir eine Notiz gemacht? Ja, ich habe mir eine Notiz gemacht. Am 30. Juli losen wir aus. Dann gebe ich auch unter der Sendung die Gewinner bekannt und jetzt muss ich mal kurz was erwähnen. Wenn ihr dran teilnehmt an so einem Gewinnspiel, und ich gebe den Gewinner dann bekannt, dann solltet ihr auch unter die Videosendung, unter die Kommentare der YouTube-Show auch gucken, damit ihr erfahrt, dass ihr die Gewinner seid. Weil ich habe jetzt zum Beispiel bei meiner Jubiläumssendung, der 650. Da haben wir massig Vinyl verlost, haben sich bisher nur 2 von 4 Gewinnern gemeldet. Und ich meine, ich schreibe es drunter, ich antworte sogar auf die Kommentare von euch und selbst da reagiert ihr nicht. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil irgendwann muss ich dann mir überlegen, was ich mit den schönen Platten mache, wenn sich hier keiner meldet. Direkt per, was weiß ich, E-Mail sich melden. Ja, ich meine, ne, E-Mail-Adressen oder so unter ein YouTube-Video schreiben ist auch schwierig, aber ist halt das Ding. Deswegen guckt gerne drunter, einfach 2, 3 Wochen, nachdem so eine Sendung lief oder an dem Datum, wo ich ja sage, dass ausgelost wird und dann seht ihr, ob ihr gewonnen habt. Was ja ganz witzig eigentlich ist, auch bei der Reihe wieder, du hast das schon wieder eröffnet. Du bist der Producer des Landes, der immer die Beat-Instrumentalplatten rein eröffnet. Ja, ich will das auch irgendwie so. Ja, sorry, also irgendwo muss man doch, ich mach's ja auch nicht einfach nur so für also zum Spaß natürlich, aber ich habe ja auch Motive und Lust und ich will ja auch so ein bisschen anecken und edgy und Fröhlichkeit ausstrahlen und verbreiten und ja, keine Ahnung. Also es ist schon immer so eine coole Sache, wenn man der Erste irgendwie ist, aber es ist auf jeden Fall auch eine Ehre für mich, das so zu machen und ich bin auch dankbar, dass ich die erste wieder machen durfte. Verfolgst du denn dann eigentlich auch bei solchen Reihen, was dann nach dir sozusagen kommt? Wer da sowas veröffentlicht und klar, wer dabei ist? Ja, weil ich will ja mal wissen, ob meine die immer noch die beste bleibt. Ist das so? Ist schon, nein, also, der Competition-Gedanke ist schon da. Immer irgendwo. Ein bisschen Friendly Competition ist immer gut. Also ich finde, dass eine Friendly Competition, selbst mit meinen eigenen Freunden, selbst mit Tech habe ich eine Friendly Competition. Und also es ist immer wichtig, finde ich. Und ich habe natürlich auf jeden Fall am Schirm, was dabei rauskommt, weil ich bekomme ja auch meistens dann auch die anderen Platten und habe die dann selber auch am Start. Und ich habe die Kiez-Reihe zum Beispiel sehr gemocht von Du zum Beispiel oder Hawk One. Sind sehr starke Dinger und auch bei der Expedition gab es einiges. Auch Thelonious, seine war ziemlich dope. Und ich kenne die auf jeden Fall. Ja, ich ziehe mir die rein, weil man will ja auch einfach wissen, so, was machen die anderen. Und man sieht ja auch hier, das ist ja sozusagen das angelegt, Cover. Angelegt eben an die alten. An die alte Reihe. Und ich weiß jetzt nicht genau, wer jetzt noch alles kommt. Die ersten 4 weiß ich, aber... Danach weiß ich auch nicht. Das sind auch die einzigen, die ich bisher kenne, ja. Ja. Ja, aber klar, es ist immer wichtig, eine Friendly Competition mit seinen Leuten zu haben irgendwo. Welcher Beatmaker hat dich so, sag ich mal, zuletzt irgendwie komplett weggeblasen, wo du dachtest, Alter, was ist denn hier los? Was hat der denn veröffentlicht? Oder vielleicht auch einer, den du noch gar nicht kanntest, gehört hast und dachtest so, boah. Es gibt eine Handvoll Jungs, muss ich gerade ehrlich gesagt sagen. Wen ich immer wieder super finde, ist auf jeden Fall der Homie Bluestep so. Da freue ich mich brutal, was der so alles treibt. Und, musikalisch und halt einfach. Fidelity halt auf jeden Fall oder auch Melodie Symphony finde ich immer krass. Und ich kann halt sagen, dass das jetzt so in Sachen fette Beats gibt es einen, der mit uns gerade sehr viel arbeitet. Der heißt Code the Flav Kid. Mhm. Der Junge ist auf jeden Fall tough. Also der macht richtig krassen Hip-Hop-Shit so und der fordert mich. Da spüre ich auf jeden Fall, da habe ich Bock mehr zu machen. Dann gibt es aber auch noch eine Handvoll Jungs bei uns, die jetzt releasen werden. Wir haben jetzt die Button-Pusher. Mhm. Auf der Button-Pusher kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Sind zum Beispiel so ein paar Beatmaker, deswegen habe ich sie auch oder haben wir sie bei uns am Start. Da gehört der Duke auf jeden Fall dazu. Da gehört auf jeden Fall auch der Intern dazu, da gehört Jules Hyrule dazu. Wenn ich übertrieben feiere, ist Sunny Sun aus Ljubljana. Mhm. Die Beats, die der macht, sind das Gegenteil von Lo-Fi. Und sowas fehlt mir auch gerade, ehrlich gesagt, mal so ein bisschen die Kante, gerade vor allem in dieser Zeit der Energie und so. Mir fehlt so ein bisschen der Rage Against the Machine Sound. Ich mag das Ice-T-Album, die Body Count, extrem. Mhm. Also das gefällt mir richtig gut. Boom Rush und so. So eine Mucke feiere ich gerade. Deswegen gibt es eine Menge Leute, die jetzt eher gerade so
punchen. Auch was die Jazz-Bastics in letzter Zeit droppen, ist so dope. Und in die neuen Richtung, Cas on the Beat, mhm. auf jeden Fall krasser Typ. Der ist ja auch mit den District 96-Jungs, da habe ich mit einem was zu tun, mit zwei, mit Point Five und mit Nali, beziehungsweise da weiß man nur, also der hat jetzt gerade eine erste EP gedroppt und ich habe mit ihm schon einige Songs gemacht, unter anderem mit John Known gerade eine Nummer aufgenommen. Und werden wir nachher noch hören übrigens. Und da ist auf jeden Fall ja eine Menge, was gerade kommt. Also diese Beatmaker, Code of Lave Kid zum Beispiel, ist einfach wirklich jemand, mit dem ich intensiv auch zusammenarbeite und es macht einfach sehr viel Spaß. Aber auch Ratsch ist so jemand, mein alter Homie Ratsch hat sich jetzt endlich auf die Reihe gekriegt, mehrere Alben fertig zu kriegen. Und die werden wir jetzt dann auch mal vom Stapel lassen. Und wir bemühen uns halt als Crackpack da, die Perlen zu finden und richtig gute Produzenten auf jeden Fall, denen das Licht zu geben. Ja, du sagst es so schön, wir, ne? Crackpack, du, ihr habt da einiges vor, habt schon einiges gemacht, seid immer an vielen Sachen dran, da stehen Alben an, Sampler, Projekte, überhaupt werden wir über alles reden auf jeden Fall, teilweise auch exklusive Sachen noch hören, du hast ein paar Songs mir zugeschickt, freue ich mich auch schon sehr drauf. Wir müssen jetzt aber, glaube ich, erstmal überhaupt in dein aktuelles Album hier reinhören, ne? Sehr gerne. Bietet sich ja irgendwie an. Sweeps bietet sich an. Bietet sich sozusagen an, bei Sweeps hören wir auch noch gleich rein und dann gibt es extrem viele Infos vom guten Figup und Crackpack und allen Jungs, die er eigentlich schon gerade genannt hat. Yes. Sisters, ihr wisst Bescheid. Aha. Zersäge, rasiere, kille die Snake. Blender wollen reden, alles nur Fake.
Zeig mich erkenntlich, dein Hate zu ertragen. Erzählst von einer Villa, doch hast nicht mal Garten. Vieles im Land hier nur Fake. Tun auch korrekt, doch es dreht sich um Geld. Was ist nur Geld? Bei mir zählt mehr. Die meisten von uns laufen dem hinterher. Sehe im Rap-Game nur Fake. Wieso? Zeit ist gekommen. Bisso na bisso, du lügst, wenn du meinst, dass du den Shit nicht feierst. Die P übernimmt, braucht keine Eier. Nimmt sich die Zeit zu eliminieren. Euch bombardieren, Deutschrap rasieren. Digga, mach Platz, meine Mannschaft. Hast du's erkannt? Kopf mit Verstand. Auf einmal will jeder mitreden. Diskussion starten, mit Schwarz übernehmen. Unsere Geschichte lässt sich nicht ändern, niemals. Also kommt mir nicht mit euren Thesen fatal. Will wirklich nicht reden, lieber beweisen. Nur mit meinen Skills für mich selbst was erreichen. Bruder, ich sag dir, das ist kein Versehen. Wirst es verstehen, die P kein Klischee. Hab's mir verdient, ihr spielt ohne Sieg. Mach Platz, mein Vertrieb und Philosophie. Genieße la vie, rechne ab mit dem Rest. Du weißt, Savedir, ich werd niemals ersetzt. Alles vernetzt, scheiß aufs Gesetz. Ab jetzt werden nicht nur noch Häuser besetzt. Aufgeben Logo, Tokomina, Poto, um's besser zu haben. Drum stell keine Fragen, die Masche, die du fährst, Bruder, fake. Sag mal real, was du postest, ist fake. Dein Lifestyle und alles nur fake. Die Welt um dich herum, Bruder, fake. Die Masche, die du fährst, Bruder, fake. Sag mal real, was du postest, ist fake. Dein Lifestyle und alles nur fake. Die Welt um dich herum, Bruder, fake. Von Bonn nach Berlin, Baby. DP, Figo Plasnovic, ihr wisst Bescheid. Auch so eine wunderbare Baustelle von dir und Crackpack Records. Booth Brothers und Booth Sisters. Yes. Und diese Sister hat, finde ich, ein richtiges Brett abgeliefert, aber genau wie du auch. Also dein Beat und ihre Raps ist so eine perfekte Kombo auf jeden Fall. Danke. Ich plädiere stark für eine Zusammenarbeit demnächst. Ja, habe ich auch vor. Sie hat ja jetzt momentan auch ein gutes Team um sie herum. Und ich finde, sie macht es sehr gut. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man zu schnell irgendwo reinspringt. Sie soll sich jetzt auf jeden Fall mehr als ihre Fans machen und so. Sie hat auf jeden Fall mega abgeliefert. Auf jeden Fall an der Booth Sister. Hat mich sehr gefreut. Super dope. Und ich erwarte auch mehr von ihr auf jeden Fall. Also ich darf das, glaube ich, auch sagen. So. Absolut. Es ist auf jeden Fall dope. Und ich glaube, viele von uns sehen das genauso und da hat sie alles richtig gemacht auf jeden Fall. Definitiv, ja, es war total cool. Sie war ja hier zum Interview mit Mona Lina gemeinsam, haben wir auch über einen neuen Vertrag gesprochen, über das Label, was jetzt hinter ihr steht und wie es jetzt so weitergeht. Und ich habe auch das Gefühl, das wird jetzt in aller Ruhe aufgebaut, ganz, ganz sauber und nicht unnötig stressig. Warum denn auch? Also das ist das, was kein Mensch eigentlich braucht. Natürlich ist es schön, wenn über Nacht plötzlich die Zahlen da sind und es ist alles cool, aber das sollte nicht der Anspruch sein, um Musik zu machen, speziell nicht, wenn man ein bisschen zeitlosere Musik macht, dann macht man sich nur verrückt und man hat Ziele vor Augen, die man nachher nicht erreicht. Und dann geht es auch nicht um die Musik, sondern es geht mehr um den Erfolg oder um die Ziele halt einfach. Ne? Und ich habe das selber ein paar Mal auch so für mich erlebt. Immer wenn ich ein Album mache, wo ich dann 5-6 Monate weiß, okay, das kommt, dann sind die Erwartungen halt einfach viel höher, als wenn ich ein Album wie früher über Nacht droppe und dann plötzlich hören das voll viel. Und ich denke, wow, cool, diese Reaktion oder dieses Empfinden ist so wichtig für einen selbst. Weil du kannst dich ja deswegen entweder wegen dem gleichen Projekt total verrückt machen, weil du einfach denkst, du willst das, was passiert, du hast so viel Zeit reingesteckt und so weiter. Und ein anderes Mal lässt du so ein Ding einfach raus und ja, da kommt die Liebe einfach. Und ich glaube, das ist auch so der Drive, mit dem ich in Zukunft wieder mehr arbeiten will. Das habe ich nämlich früher mehr gemacht. Ja, es ist, glaube ich, auch einfach wahnsinnig wichtig, wenn man ein längeres Ziel verfolgt, was dann auch vor allem nicht nur ein Ziel, sondern ein Weg, der dann immer weitergeht und auch eine leichte Steigung drin hat, sollte man gerade am Anfang sehr vorsichtig und behutsam sich und seine Musik aufbauen und nicht versuchen, wie komme ich am schnellsten nach oben, weil dann geht es irgendwann auch schnell wieder nach unten und du bist als Künstler uninteressant, dann lieber in Ruhe aufbauen. Wir haben in Deutschland so viele Beispiele, die das perfekt vorgelebt haben, die über Jahre gearbeitet haben, in Ruhe aufgetreten sind, viel live gespielt haben. Das ist auch immer eine wichtige Sache. Gut, ist gerade alles nicht so einfach zu Corona-Zeiten, aber gerade dieses Live-Spielen, Erfahrung sammeln, Leute kennenlernen, gucken, was will man, wie kommt man vorwärts, das ist ganz, ganz wichtig. Genau, und auch deswegen so ein Format, auch wie die Booth Brothers und Booth Sisters, ich trenne das jetzt nur so, weil vorher wusste ich, habe ich mir das, ich hätte einfach The Booth oder irgendwas nennen können, aber
ich will da jetzt keine krasse Trennung machen, aber ein bisschen auch schon, also ein bisschen ist das Lager Mädels gegen die Lager Jungs so. Und ich finde, dass die Mädels, die drei, die bis jetzt abgeliefert haben, auf jeden Fall ordentlich abgeliefert haben. Und es ist auch wichtig, dass die Leute mal verstehen, ich habe es jetzt halt bisher noch nicht so an die große Glocke gehangen, aber im Endeffekt ist die Boofsitzer-Geschichte ein Resultat daraus, dass ich in den letzten 8 Jahren, 9 Jahren mit extrem viel Rap in Kontakt bekommen habe und auch irgendwie einen Song gemacht habe. Sprich, ich habe einen Rough Draft Ordner, der hat über 200 Songs drin, also mehr, glaube ich. Also, und da sind Tracks mit Olexesh drin, da sind Tracks mit Gavin drin, da sind Tracks mit Schieß mich tot, also wirklich Perlen, ja, DOS 9 ist drin, Karate Andy ist drin und was weiß ich alles, Sachen, die nie rausgekommen sind. Und das hat mich irgendwie frustriert, dass ich so oft mit Leuten was mache, man nicht die Zeit richtig gefunden hatte, darüber zu kommunizieren, irgendwie hofft, dass was passiert, dann passiert nichts damit. Und ich habe mir gedacht, warum mache ich mir diese Mühe eigentlich die ganze Zeit und habe nichts davon. Also habe ich mir gedacht, okay, pass auf, dann machen wir es so, ich baue immer die Beats sowieso neu, wenn jemand kommt, ich lasse Leute nicht Beats picken. Und baue dann die Drums, du kommst mit deinen 16ern rein und musst es ein One-Take aufnehmen. Also nicht der First-Take, aber ein One-Take muss es sein, weil ich schneide da nichts weg. Es sind 3 Kameras, ich editiere auch alles, es gibt kein Budget. Und ich mache das halt alles selbst aus Liebe und es ist wirklich so, dass ich den Beat vor Ort baue. Der Rapper hat keine Ahnung, worauf er rappen wird. Er kriegt von mir die Drums gebaut, indem er mir sagt, wie schnell der Beat sein soll, die BPM. Dann setze ich mich hin, mache dir deinen 90 BPM Drum Loop, auf den nimmst du auf, sehr roh, ohne Melodie, damit die Phonetik halt nicht da ist. Und warum ich das auch so mache, ist, stellt euch vor, ich habe jetzt jede Woche vor, so ein Video rauszuhauen, das mache ich auch. Und wenn ich jetzt jede Woche immer den Rapper durch meine 4000 Freebeats durchgehen lasse, dann kann ich irgendwann nicht mehr mit. Also, und ich will diese Beats auch nicht hören, ich will frischen neuen Kram machen und so ist das Projekt eigentlich dann entstanden und ich bin eigentlich voll happy, weil es macht voll viel Spaß. Ja, es ist jeden Sonntag, oder? Sonntag um 7. Jeden Sonntag um 19 Uhr könnt ihr eigentlich, das ist eigentlich perfekt, das ist auch so, ihr habt eine gute Uhrzeit gewählt. Yeah. Weil ich sag mal, Sonntag 20 Uhr, wahrscheinlich gibt es die Fraktion der 20.15 Uhr Tatortgucker oder dann läuft auf den anderen privaten Sendern ein super toller Film. Yeah. Oder man schmeißt sich von Netflix, weil es am Wochenende so anstrengend war. Da ist 19 Uhr die perfekte Uhrzeit, um am Sonntag sich einfach mal kurz 3 bis 4 Minuten derben, dopen, Rap reinzupfeifen. Ich denke auch. Und ich habe das an meinem Geburtstag angefangen, im Februar, am 9. Februar, und habe mir gedacht, okay, pass auf, das ziehe ich jetzt einfach mal durch. Ein Jahr will ich das auf jeden Fall mal gemacht haben. Mhm. Ich fange natürlich an mit den üblichen Verdächtigen, mit denen ich zu tun habe. Ich habe auch keine Barrier, also es gibt keine Hürde. Es ist nicht alles Deutschrap. Es gibt Freestyle, es gibt Written Text, es gibt Leute, die gerade den Text geschrieben haben und halt so ablesen und den. Aber hauptsächlich geht es um die Delivery, also um den One-Take, der ist wichtig. Und das, wie du es nachher hörst, dass man es sieht, ist halt ein anderer Aspekt noch dazu. Aber eigentlich ist es der One-Take und dass da keine Doubles drin sind, keine Adlibs, keine Schminke, sondern es ist Raw-Shit. Und wenn du dann gut klingst, dann kannst du rappen. Das ist schön gesagt, ja. Was ich noch so sympathisch fand bei DP war ja, sie war ja dann bei mir auch zum Interview und wir kamen ja eben dann auch drauf zu sprechen, Mensch, jetzt hast du mit den Jungs gearbeitet und den kennst du und dies und gibt's da so eine, wo du mal sagst, hättest du übelst Bock mal drauf, irgendwie was zu machen, ja. Und dann kam halt direkt irgendwie so, oh, Figo, aber habe ich jetzt abgeliefert. Das war halt auch sensationell, so dass ne, so die jüngere Generation wieder mal zeigt, das habe ich ja hier schon häufiger in der Sendung gehabt, wenn jüngere Rapper da waren, wie die dann doch immer so ein Stück weit diese erfahrene Generation an Produzenten oder Rappern feiern, wissen, was sie alles bisher gemacht haben. Zum Glück. Im Endeffekt. Ja, und so alt bin ich ja auch noch nicht. Also, oder zumindest. Ja, doch. Ja, aber ganz ehrlich, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Ich meine, für uns, unsere Generation, ist das so ein bisschen selbstverständlich, dieser typische Blick nach hinten. Wer hat denn das geprägt? Wer hat denn da Hip-Hop groß gemacht? Wen gibt's da alles? Diese Diskussion gibt's doch jetzt gerade. Die einzige Musikrichtung, die ihre Urväter, Größen, Legends, Oldies, whatever, nicht feiert und nicht richtig. Ich sag mal, speziell in Deutschland. Also klar, Torch, Tony L, Advanced Chemistry, beziehungsweise die Beginner und auch ein Freundeskreis. So, die haben ja auch ihren Respekt und manche oder viele von denen leben ja auch oder machen noch Musik und so weiter. Aber es ist nicht dieses Gefühl, dass man irgendwie, es ist irgendwie immer cooler, auf allem rumzuhacken. So seit dem rene Exekution-Track irgendwie gefühlt. Es ist irgendwie in Deutschland so dieser Standard geworden, so. Und eigentlich nicht das zu ehren und
parallel auf der gleichen Bühne zu feiern. Und ich verstehe es nicht. Das werde ich nie verstehen. Aber das sollen mir dann auch die Rap-Medien erklären. Ja, ich weiß, glaube ich, was du meinst. Also ich habe schon das Gefühl, dass den alten Helden, und ich meine, da kannst du ja ohne Ende aufzählen. Ja? Also da reden wir auch von Leuten wie Main Concept, RAG und alle und überhaupt und Too Strong unter anderem. Ja, da ist es so, habe ich schon das Gefühl, der Respekt ist groß innerhalb dieser richtigen Untergrund-Hip-Hop-Szene, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Man hat immer das Gefühl, dass diese großen Acts, ja, die auch richtig in den Medien sind und Riesenverkäufer haben, pipapo, dass die einfach mal vergessen, dass da, wo sie sind, ja auch jemand mal da unten irgendwo angefangen hat vor 20, 30 Jahren. Und das fehlt, glaube ich, so ein Stück weit. Ne? Ich finde es jetzt nicht schlimm, den Leuten das jetzt nicht vorwerfen zu müssen. Sprich, wenn jetzt ein 18-jähriger Rapper, der gerade Erfolg hat, keinen Plan hat, warum er das eigentlich tut und so, dann soll das auch sein Recht sein. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ich finde es halt interessant, du kannst ja eigentlich daran sehen, es gibt ja junge Künstler, die sich, also ich bin jedes Mal überrascht, also was für Leute es gibt, so 20-jährige MCs, ich habe jetzt mit den District 96 Jungs zu tun, die schaffen das irgendwie, ein Mutual Respect, also so gleichartigen Respekt einfach zu zeigen für die Oldschool und für die Newschool eigentlich. Also für das, was wir heute, wenn wir jetzt irgendwie die jetzige, unsere Trennungslinie nehmen. Für mich war Oldschool ja, als ich 13 war, Rakim und so, das war für mich schon Oldschool. Also es ist immer so schwierig. Selbst Illmatic war für mich schon Oldschool, als ich 96 angefangen habe. Verstehst du, was ich meine? Das ist immer eine eigene Interpretationsgeschichte und wir Rapper und Menschen hören sich ja dann gerne selber reden und dann ist man ja auch in seiner eigenen egozentrischen Welt und dann fällt es natürlich schwierig, da mal links und rechts zu gucken. Und das, finde ich, machen wir an unserer, also ich glaube, wir haben eine komische Situation erschaffen über die Jahre, in der wir uns eigentlich gegenseitig mehr verunsichern. Mhm. In diesem Rap-Game, auch umso größer du wirst, kann man das ja auch irgendwie sehen, man muss sich so komisch verteidigen, man hat so komische Attitudes. In Wirklichkeit sind die Leute aber hinter der Kamera oft auch echt nette Leute, so. Also so ist es nicht. Deswegen, also es hat viel mehr was mit der Industrie zu tun, meiner Meinung nach, als mit den Künstlern selbst. Es gibt viele Künstler, die aus einer Not heraus den Cent brauchen. Es gibt andere Künstler, die nur dafür leben. Es gibt wiederum Künstler, die gar keine Ahnung haben, was eigentlich ihr Wert wirklich ist. Und daher kommen dann unterschiedliche Vertragssituationen zustande und so weiter. Und da, finde ich, ist eigentlich so dieser riesengroße See, der so schwammig ist irgendwo. Das wird nach außen getragen und schon behalten 18-Jährige oder 16-Jährige, 15-Jährige eher auch über irgendwas einen Twitch-Stream haben oder sonst irgendwas. Und, ja, ich weiß jetzt gar nicht, worauf ich hinaus will eigentlich, aber schlussendlich werden die meisten wahrscheinlich eh irgendwo fühlen, was ich meine. Ich finde es halt auch nicht so gut, wenn wir es nur immer sagen, ja, weil machen wir es nicht besser. Wir müssen es einfach nur besser leben. Ohne den hier, weißt du? Was bedeutet dir das denn dann so persönlich, gerade mit jungen Rappern, Rapperinnen voll zu viel arbeiten? Das ist Respekt. Das ist genau das, wo ich mich ja eben freue. Ich zeige diesen jungen Künstlern Respekt. Ich feiere, was sie machen, und genauso bekomme ich das zurück. Und das ist eigentlich die beste Form von Anerkennung, würde ich sagen, wenn ein 21-jähriger Rapper einfach sagt, geil, ich war beim Figup, und dann aber auch irgendwie auf so ein Cass-Beat rappen tut danach. Ja. Ich habe zum Beispiel Kwami bei mir, der ist öfter mal bei mir, und wir machen dann den Heavy-Schissel und mit Cass oder so kann der aber auch was anderes machen. Das heißt, die sind Hybriden, die haben halt Bock auf beides und das müssen auch wir akzeptieren. Denn John Noone ist genau das gleiche Beispiel. Absolut, der schwimmt auch in ganz viele Richtungen. Ja. Das können die halt auch, das müssen wir auch irgendwo akzeptieren, weil ich finde es auch nicht immer so prickelnd. Wir suchen uns immer so einen Imprint von irgendeinem Album aus, das für uns irgendwie mal ausschlaggebend war, um so einen bestimmten Sound zu definieren. Ich glaube auch, dass der Großteil, ich will jetzt mir keine Hater machen, aber der Großteil der Hip-Hop-Fans hat schon sehr viel Scheuklappen. Und vor allem viele, die jetzt aus noch den 90ern sind, weil die verstehen gar nicht, dass es Leute wie mich und ganz viele andere gibt heutzutage, die diesen Sound meiner Meinung nach großteilig, großspurig besser machen, als der vor 20 Jahren hier entstanden ist oder der hier gekommen ist. Und da finde ich es immer schwierig, weil man lernt schon oft auch Leute kennen, die jenseits der 40 zum Beispiel sind und sich für Hip-Hop eigentlich interessieren, nur dann diese Sachen sagen, ja, gibt's doch nichts mehr. Und ich denke mir so, naja, das ist Ahnung. Natürlich, ist aber wirklich so. Das ist ja, ja, das ist ja, weiß, was du meinst. Wir schaffen es ja anscheinend von uns aus selber nicht.
nach außen zu gehen und diese richtigen Moves zu machen. Wir warten immer auf irgendwas und wenn es nicht so ist, dann hacken wir drauf rum. Mhm. Das ist so ein bisschen das leidige Thema, finde ich, der Oldschool, Boom Bap, Hip-Hop, Alternative-Generation. Ja. Und mittlerweile teilt sich das ja, also in Lo-Fi, dann sagen die einen wieder, ach, entspannt euch doch, warum re-? Es ist nun mal ein Thema, worüber wir reden und ich finde, dass wir da ein bisschen, zum Beispiel Typen wie du und ich, sollten uns das zur Aufgabe machen, darüber zu sprechen und uns vielleicht auch ein bisschen was überlegen, was möchten, wie soll es für mich aussehen? Wie kann es für mich aussehen? Und jetzt ja, und was sagen, hätte, oder was hätte ich gerne? Was will ich ja, gerne? Ja, genau, hm? Genau, was hätte ich gerne und nicht irgendwie, oh ja, dieser hier, Regenbogenlockenkopf macht irgendwie, bla, ist doch scheißegal, soll er doch machen. Umso mehr Aufmerksamkeit du den Leuten gibst, weil du denkst, Gossip ist the key. Guck mal, wir haben den Präsidenten auf dem anderen Kontinent da drüben, Mr. Gossip Number One, und ihr guckt euch das halt alle an. Ich glaube ja nach wie vor so, dass bei Donald Trump irgendwann die Maske runterfällt, dann ist es ein Comedian dahinter, vielleicht Dave Chappelle oder so. Das würde vielleicht erklären, was da für komische Dinge passieren. Aber ich weiß genau, was du meinst. Es ist halt so, ja, wir sollen nicht warten, wir müssen dann halt was tun. Nicht rummeckern, sondern dann genau. Halt einfach auch machen. Ne? Genau, zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, was ich immer so schade finde, ist, dass es gibt seit gefühlten Jahren, aber eigentlich schon vor lange, gibt es eigentlich keine, bis auf Ace-T hatte das so ein bisschen, so Tanzvideos, Choreografie-Videos, ein bisschen sowas, dass du den Leuten zeigst, hey, mein Sound hat einen gewissen Tanzstil. Komm zu meiner Party so. Mit Klamotten, okay, kann man machen, dass man weiß, okay, hier ist Slick Rick oder bestimmte Dinge. Aber ich finde, es ist so selten geworden, dass man Bewegungsabläufe mit reinbringt, dass man eigentlich so viel mehr macht als jetzt, kauf meine Platte, hör mir mein, rap meinen Song oder so. Sondern, dass man da vielleicht so ein bisschen wie James Brown früher ein Video macht. Ja, The Funky Chicken und so. Habe ich mir schon voll oft überlegt. Ich muss es natürlich irgendwann auch machen oder sollte es dann auch tun, wenn ich schon meckere. Aber ich kann auf jeden Fall ganz gut tanzen und ich habe auch Bock, das ein bisschen mal da in meine Musik einfließen zu lassen. Ja. Was man übrigens auch mal sagen kann, das wäre dann auch so ein Stück wieder Eigenwerbung. Ne? Wichtig ist natürlich auch, dass in so einer Hip-Hop-Szene und auch vor allem denjenigen, die das feiern, die Platten kaufen, die Musik hören, die diese Sendung verfolgen, die dich verfolgen und viele anderen, dass man da natürlich aber auch immer zusieht, dass man es breit macht. Ne? Ja. Also es ist auch immer so ein Thema, so wenn es um die Sendung zum Beispiel geht und Leute mir dann schreiben oder auch immer drunter kommentieren, ey, cool, und sowas gibt es ja eigentlich gar nicht in Deutschland und irgendwie cool, dass das gibt. Ja, nur sowas muss dann aber auch irgendwann mal breit getreten werden. Da muss man halt auch mal sagen, man erzählt das weiter in seinem Freundeskreis, man macht vielleicht mal ein Posting mehr oder hin und her, weil wir kommen natürlich alle nur an den Punkt, wie du so schön sagst, ich kenne auch ganz viele, die sagen, ach ja, Hip-Hop, Alter, da gibt es nichts Cooles mehr heutzutage. Ja? Also ich erinnere mich nur an mein Interview Hohe 5 für die Backspin, wo du 5 Fragen beantwortest und ich sage in einer Frage als Antwort unter anderem, dass das derzeit die spannendste Hip-Hop-Zeit in Deutschland ist, mit den talentiertesten Künstlern, mit einer Masse an talentierten Künstlern, die es nie gab. Fall. Es gab noch nie so viele gute Beatmaker, nie so viele gute Rapper und so viele verschiedene Arten an Rap. Man muss nicht alles feiern, genau. Aber so. Und was meinst du, was da los war? Wie das gepostet wurde, dieser Satz, wenn ihr Lust habt, geht mal bei Facebook suchen, bei Backspin. Ja, die kommen dann halt wahrscheinlich sowieso nur auf irgendwelche Themen, die gerade aktuell, hey, ganz ehrlich, Social Media ist eine Erfindung, also die ist zwar irgendwie, ja toll, aber man sieht auch ganz ehrlich, also wenn man manchmal ein bisschen nur nachdenkt, dann sieht man auch die Probleme aller Leute und deine ständige Unzufriedenheit, die Unzufriedenheit aller, ständig irgendwie seinen Senf dazugeben zu müssen. Ich wäre mal eigentlich ganz nett, wenn die Social Media Funktion für, dann würde es auch nicht mehr funktionieren, will ja auch keiner benutzen, wenn du Instagram ohne Kommentare hast, wenn du YouTube ohne Kommentare hast, dann guckt dich das gar nicht an. Ihr guckt euch das nur partiell an, aber ihr werdet auf jeden Fall nicht da sitzen und dann nichts dazu sagen können und das irgendwie akzeptieren oder nicht, sondern ihr müsst ja euren Frust freien Lauf lassen. Und das, man suggeriert ja auch dem User, dass er ja auch derjenige ist, der das jetzt hier so unter Kontrolle hat und so. Und daher kommt auch dieses Gefühl, wenn dann jemand daheim alleine sitzt und Sachen raussagt, die er sich nie trauen würde, einem anderen ins Gesicht zu sagen. Und das ist jetzt zwar auch nicht schlimmer, weil so kommt wenigstens was ins Tageslicht, zum Beispiel jetzt der kulturelle, strukturelle Rassismus, den wir auf jeden Fall haben und gegen den ich mich auch schon sehr lange ausspreche und so. Und, ich finde halt, dass es einfach schwierig ist, wenn ich selber habe ein Riesenproblem mit mir selbst damit. Das heißt, ich beschäftige mich damit, ich habe Tage, in denen finde ich es cool und dann gibt es Tage, in denen hinterfrage ich halt auch alles Mögliche. Das hat immer was mit der Tagesfunktion zu tun, Tagesform.
Auf dem Weg hierher zum Beispiel bin ich zufällig über den Beef von Freddie Gibbs und wen auch immer da irgendwie reingekommen. Und ich finde es halt so interessant, wie schnell jeder irgendwas zu scheißen hat. Aber auch wie zum Großteil das auch so, also unter der Gürtellinie halt immer gleich stattfindet. Absolut. Es wird immer. Und wie du sagst, das würde ja so definitiv nie von Angesicht zu Angesicht passieren. Und ich finde halt einfach so lustig, auch an Social Media, wenn so Sachen kommen, wie eben jetzt nur mal das genommen, ne? Alter, Hip-Hop, gibt's nichts mehr Gutes, alles nur noch Scheiße, da wird nur noch Rotze gerappt und bling bling und bla bla. Das schreiben dann Leute bei Facebook und Instagram, wo ich mir so denke, also du benutzt ja Facebook und du benutzt Instagram. Dann muss es dir eigentlich auch möglich sein, diesen guten Hip-Hop, den es übrigens immer noch gibt und den es auch immer geben wird, ja ganz locker zu finden. Also ich finde es einfach so grandios, sich heutzutage hinzustellen, egal in welchem Bereich, zu sagen, ach, ist alles nur noch Scheiße, das gibt's alles gar nicht mehr, Mucke ist nicht mehr cool und das ist nicht mehr cool. Ist ja auch nur ein Teil. Ist ja nur ein Teil, aber ich meine, die Leute... Die Schafe und die anderen sagen, wieso, ist doch voll super. Genau, aber dieser Teil, dass der es halt dann nicht mal schafft, obwohl er ständig vorm Internet sitzt, den guten Kram zu finden, das ist halt total skurril. Und deswegen muss man guten Kram natürlich... Es ist deren Aufgabe, mehr zu meckern. Ich meine, ich sitze jetzt auch hier und mecker wahrscheinlich gefühlt schon seit 5 Minuten oder länger hier rum. Genau, wir meckern über Leute, die meckern. Ich gerade in dem Moment, überlege ich mir, was mache ich hier eigentlich gerade? So, ich habe meinen Bruder im Hirn oder andere Freunde, die immer sagen, du bist oft so am Meckern. So. Stimmt. Du bist so negativ. Ich bin auf jeden Fall auch jemand, dem das eher auffällt, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber warum ist das zum Beispiel eine Sache, die mich stört? Keine Ahnung. Das muss ich selber noch ergründen. Aber ich definitiv setze mich damit auseinander, dass ich ständig in diesem Wechselspiel bin. Dass ich mal einen Post poste, wie ich mich über Gott und die Welt aufrege und dann wiederum verteidige ich wiederum manche Posts und es ist so tagesabhängig irgendwie. Ich weiß nicht, da sind wir uns alle, glaube ich, noch gar nicht so richtig einig und oftmals ist es ja auch etwas, was uns eigentlich gar nichts interessieren hat. Genau, wir kommen jetzt mal wieder zu Musik, zu was Positivem. Du hast ja vorhin schon erwähnt, der Button Pusher Volume 1 Sampler, der ist ja jetzt gerade frisch raus, wenn die Sendung zu sehen ist. Und du hast ja schon einige Leute genannt, müsst ihr euch anhören. Bisher nur digital, habt ihr da noch Pläne? Wir machen Vinyl. Es kommt Vinyl. Die Vinyl. Das ist ein bisschen wegen der Vinylherstellung, wegen der GEMA hat sich das verzogen, leider. Großartig. Aber wir machen jetzt auch die Dinge zum ersten Mal wirklich auch selbst. Ne? Also wir produzieren selbst, wir finanzieren das alles selbst. Daher lernen wir das gerade und daher geht es ein bisschen länger. Es tut uns auch leid, dass wir das nicht rechtzeitig geschafft haben. Das ist nur ein neuer Lernprozess. Ich mag das übrigens aber ganz gerne, wenn eine Scheibe erst digital rauskommt ich und auch. Dann als Vinyl. Ich mag das eigentlich echt gerne. Du kannst es anhören und dann weißt du, wissen muss Leute, ich haben. Kauf ich. Es ist doch wie eine Verkaufsempfehlung. Also ich muss auch sagen, meine ganzen Platten, die Old School Future, die meisten Platten von mir waren vorher digital erhältlich und sind dann auf Anfrage hin dann nachträglich gepresst worden. Was ich auch cool finde. Also das hat bei mir auf jeden Fall funktioniert. Das heißt, das geht. Bei der Platte finde ich es auch ganz gut, weil es ist unser erster Label-Sampler. Mhm. Ja, es sind nur Beatmaker. Und da weiß man ja dann nicht direkt, nur weil jetzt gerade Beats gut laufen, kaufen das die Leute einfach so, blindlings oder nicht, sondern ich denke, wir haben ein geiles Artwork, wir werden das auch fortführen, also mit diesen Pieces und so. Und ich habe einfach irgendwie das Gefühl, dass solche Sachen heutzutage relevant sind oder sehr wichtig sind, dass man den Leuten auch was anbietet im Nachhinein, also nicht immer gleich sofort mit der Erwartungshaltung kommt. Ja? Aber wie gesagt, wir hätten sie auch gerne früher gehabt, nur ist sie gerade halt jetzt in the making und es wird ein bisschen dauern, aber dafür kommt sie dann auf jeden Fall auf Vinyl. Ja, du hast ja schon einige der Jungs genannt. Ich habe versucht, mir das abzuspeichern, wen du genannt hast und wen du noch vergessen hast. Also es sind drauf HTN, genau. Dope is Dope, Jules Hyro, Beer Mike, Sunny Sun, Diego Bratzlewicz, Ratsch, The Intern, Duke, Sunny Sun, hab ich schon gesagt. Ach, stimmt. Satyr. Richtig, auch dabei, ja. Dameson, Jay Spartan. Und hören wir jetzt gleich. Goddamn! Oh Gott, ich weiß jetzt. Oh nein. Raz, hatten wir Raz? Raz One, genau, natürlich, Raz One. Raz One. Und? Oh nein, wen haben wir jetzt vergessen? Ratsch hattest du? Code Flav Kid. Ja gut, haben wir vorhin ja aber schon. Okay. Also du kannst gar keinen vergessen haben. Ich habe keinen das vergessen. Das geht eigentlich gar nicht. Ja, großartig. Aber die 13, beziehungsweise 14 Beatmaker, Dope sind 2 Jungs, aber es sind 13 Namen. Großartig. Wir hören uns jetzt zum einen an Jay Spartan.
Yes. Mit seinem Beat, der gute Jay Spartan. Wir sind gespannt, ob das auch der Auftakt ist für vieles Neues, was da kommen könnte. Ich glaube, es würde viele Menschen sehr freuen. Und ich habe noch mit eingeplant, Raz One. Und zwar Be Water. Willst du noch zu dem Song und ja, da, was da noch kommt, ein bisschen was erzählen? Of course. Also am 14. kommt, wir haben jetzt vor kurzem die erste Videosingle von Cro-Mantang und Raz One gedroppt, Ashe. Cro-Mantang ist aus den Staaten, ist auch ghanaischer Bürger und hat eine Zeit lang in Berlin gelebt. Dadurch habe ich ihn kennengelernt. Berlin war, glaube ich, aber nicht so sein Pflaster. Er ist jetzt momentan in Zürich stationiert und hat viel mit Raz One zusammen gemacht. Und die haben zusammen gerade eine EP, 2020 Resolution. Und die ist aber schon vor einem guten Jahr aufgenommen worden. Es gibt auch schon tatsächlich zwei, drei Videos, die Cro-Mantang selbst über seinen Kanal gereleased hat. Ich habe das Zeug gesehen, aufgegriffen, auch wegen Raz derzeit, und habe gesagt, lass mich das nochmal remastern, lass uns das nochmal verwenden. Und ich finde das ein super, super schönes Projekt. Und Cro-Mantang hat eine eigene Sicht, also als People of Color, über die ganze Geschichte als US-Amerikaner, der jetzt nicht mehr dort ist, ne? Und spricht halt. Gibt es auch wiederum Leute, wo ich mir vorstellen kann, die ihn ja kritisieren, so, yo, you left, weißt du? Und das ist aber wiederum das interessante Thema. Und er ist jemand, der hat mit Gutter Souls auch eine eigene Firma, in der Schuhe macht in Ghana und so. Und wir wollen ihn einfach supporten und feiern ihn mega. Und ich habe ihn schon mal kennengelernt vor, glaube ich, 6 Jahren oder 7 Jahren mit Tech zusammen. Und es ist leider zu nichts gekommen. Dafür freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt zusammenarbeiten. Und Be Water ist eine Anspielung auf Bruce Lee. Und es ist ein wunderschöner Song, Raz One, super dope Beats, ich feiere das einfach. Es ist eine super schöne Platte, weil sie passt in die Zeit einfach. Das ist guter Rap. Mehr gibt's nicht zu sagen, hören wir uns an. Depths, objects, ideas, the context is ideas underwater. The bottom got him blessed, but he gotta breathe on the count of need. Don't know how to follow dreams in the flesh, but thought of the possibility of abilities from within. The law of relativity harnessing with intent. The energy essentially to get to oxygen. Militant tendencies will fulfill him until he swim. Be water, my friend. Water, my friend. Breathing, finally breathing, and seeing the sun. This is where life begun.
treading water he is, not with the bottom feeders, with the sharks and sea lice that stung a fetus. Be water, my friend, believing he was part of the blend. Indeed, he never fought the Kermit scene as hard from within. The law of relativity, honest intent, so willingly fulfilled his needs from the water was vim again. Be water, my friend. Be water, my friend. Now he's a swimmer, non-beginner, life provided, alchemizing from the inner, intentions will guide him to dry land. Analyzing dry sand, realizing he was more water than he was man. Percent of 70-99 by molecule, transmitter between ether and solid, how we move. Think, exist, giver of life, no shape, no color, no smell, abyss, he blessed to prevail life. Be water, my friend. Be water, my friend. Be water, my friend. Be water, my friend. Lege Vinyl auf, wenn ich zu Haus bin. Ich nehme nur ab am Telefon. Viele zu gierig, da wo ich wohne. Brauchen viel Absatz, ziehen viel Koks. Alle machen Rap oder dealen mit Dope. Machen Bier auf und zieh Rohr mit den Jungs. Ich kriege nicht viel, doch nicht viel, was ich brauch. Ich kriege einen Scheiß, doch mach Essen daraus. Ich mach so, als wär's kein Ding für mich. Doch mein Hirn ist umgeben von Finsternis. Ich seh alles, doch frag mich, wie blind ich bin. Auf der Suche nach dem Grund, was hindert mich. Scheiß auf Arbeit, lieber täte ich. Auch Liebe schützt vor meiner Kälte nicht. Ich seh so schnell, wie sehr verstellt du bist. Denn ich ess gerne Papier auf dem SNS. Ich ficke kein bisschen mit deinem Style. Du machst einen als Brei, ich piss einfach rein. Gebe deinem Face mit dem Mike High Five. Du vertickst viel Shit, Brudi, ist echt geil. Live auf Bühne, belebt mein Life. Brauche nichts von dir, um mit dir zu teilen. Gib mir 4x4, um nicht viel zu teilen. Brauch ein Brett, Brudi, schick vorbei. Gaspakete kommen mit der Post. Freunde, mach Stress, schieb Film auf Kopf. Gaspakete kommen mit der Post. Freunde, mach Stress, schieb Film auf Kopf. Gaspakete kommen mit der Post. Gaspakete kommen mit der Post. Gaspakete, Gaspakete. Du bist Feuer, ich bin Frost. Bringe dir Pflanzen, hole Papier ab. Bringe Papier weg zu meinem Bro. Hol neue Pflanzen. Bei der Abgabe immer neu holen. Bringe dir Pflanzen, hole Papier ab. Bringe Papier weg zu meinem Bro. Hol neue Pflanzen. Bei der Abgabe immer neu holen. Bringe dir Pflanzen, hole Papier ab. Bringe dir Pflanzen, hole Papier ab. Bringe dir Pflanzen, hole Papier ab. Bringe Papier weg zu meinem Bro. Sound ist wesentlich und wir erledigen das, bis deine Perle so doll bounce, dass hier der Käse schwitzt. Obersound ist wesentlich und wir erledigen das, bis deine Perle so doll bounce, dass hier der Käse schwitzt. Obersound ist wesentlich. Obersound ist wesentlich. Obersound ist wesentlich. Weiter. Nice cuts of tracks. Der gute Escape. Erwähne ich seit Jahren, dass man ihn auf dem Schirm Escape haben muss. ESC, ne? ESC, genau. Doch. Escape, ESC, auschecken. Zieht euch den Jungen rein. Ich muss leider fragen, woher kommt er? Rostock. Rostock, okay. Ja. Shouts. Peace, finde ich cool. Habe ich vor 2 Tagen ein Video von ihm gesehen. Finde ich cool. Wir sind auch auf jeden Fall, oder das kann ich noch eben sagen, lieber Esk, da kommt ja einiges dieses Jahr noch von ihm. Der ist jetzt auch mittlerweile deutlich noch mehr am Rotieren, als es bisher war. Komm mal zu Booth Brother vorbei. Das nenne ich mal eine Einladung. Ja, so kann das hier gehen. Ja. Esk, melde dich. So, eben, absolut. Ja, wir sind übrigens noch einiges schuldig. Das wollte ich eigentlich gerade sagen, bevor ich dann meine Gedankengänge verloren habe. Du, wie gesagt, du sitzt an so vielen Sachen und Projekten und Alben. Es gibt eins, worüber wir reden müssen. Du musst allerdings entscheiden, wie viel du davon erzählen willst, darfst, ja, wie auch immer. Ich rede natürlich von einer erneuten Zusammenarbeit zwischen dir und MC René. Und yes, ich zitiere nur mal René, der zu mir sagte, Alter, da haben wir vielleicht das beste Album abgeliefert, was wir bisher zusammen gemacht haben. Ja, zusammen haben wir nur eins bisher gemacht, aber ich glaube, René wird tatsächlich, bis auf jetzt vielleicht ein paar spezielle Songs, die sehr stark waren, glaube ich, ist es sein rundestes Album.
Das, was wir in Marokko gemacht haben, war so eine Art... Casrage? Das Casrage war damals mehr so eine Antwort auf, okay, wer bist du jetzt? So, weil auf dem Renaissance hat er so nochmal erklärt, hey, ich bin zurück, mein Leben ist ein Freestyle, ich bin der und der MC. Und auf Casrage wollte ich ein bisschen mehr so, hey, du musst mal wieder ein bisschen attacken, so, ja, ein bisschen sagen, ich bin das, ich bin hier, ich bin da. Und so ein bisschen auch mal aufarbeiten, aber in mehr so einem Punch, das ist jetzt nicht so, ja... mäßig rüberkommt, sage ich jetzt mal, was ich auch voll super fand, das Renaissance-Album. Aber nach Casrage hat er ja auch das super Album mit Maniac gemacht, Masters of Ceremony. Und ich habe mit René im Januar, als ich nach, ich habe in Zürich gelebt eine Zeit lang und bin wieder zurückgekommen und dann hatte ich voll Bock mit René zu arbeiten. Ich habe ihn angerufen und er hatte mir gerade erzählt, dass wegen Bookings und ein paar Sachen so, ist er gerade am Schauen und so. Und ich meinte, ey, ganz ehrlich, ich baue gerade mein Label auf, ich will dich haben, so. Ich will mit dir was machen, wir wollen uns kümmern um deine Bookings, wir wollen uns kümmern um ein Album und um ein zweites Album und er sagte mir, hey, es wäre interessant, weil dieses Jahr ist 30 Jahre MC René. Eben. Und da habe ich mir gedacht, so damn, das wäre natürlich jetzt schon wieder so ein guter Aufhänger und ich habe ihm dann versprochen, dass ich gesagt habe, wenn du jetzt mit mir, wenn du jetzt ja sagst, so, dann haben wir am 6. 7. Juli das Master vom neuen Album fertig und er so, Deal. So. Und das haben wir auch geschafft und ich bin auch sehr froh. Also wir haben jetzt uns zweimal nur getroffen. In diesen zweimal haben wir 17 Songs recorded. Er hat natürlich vorher geschrieben. Ich muss dazu sagen, dass dieses Album diesmal nicht komplett von mir produziert ist, aber ich bin so der Schirmherr über alles. Das heißt, ich habe Beats von anderen Jungs gepickt, die jetzt eben auch über die Button Pusher kommen, also aus dem Label. Und habe dann René damit konfrontiert, sodass er jetzt nicht ausschließlich Figo-Beats braucht und nur so irgendwie arbeiten, sondern er konnte sich aus extrem vielen Beats was raussuchen. Und da haben wir uns jetzt intensiv zusammengesetzt. Und ich habe ihm auch eigentlich, ja, so, ich sag mal, 50% der Inhalte habe ich ihm oder haben wir zusammen so kreiert im Sinne von, dass ich ein Beat hatte und dann auf einmal kam es mir mitten in der Nacht so, es gab einen so ein Beat von Co und dann habe ich gemeint, ey G, hier Reifeprozess, oh, gib mir mal so ein bisschen dies, das, ich will, habe ihn immer so ein bisschen drauf geleitet, auf was ich gern von ihm ein bisschen hören könnte oder wie und das Gute, was wir gemacht haben, ist, es hat mich immer in den letzten Jahren so ein bisschen gestört, dass René so verschiedene Stimmen hat. Der hat verschiedene Rap-Stimmen. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass bis auf ein, zwei Songs, die wir schon gemacht haben, ist die noch nicht so durchgekommen. Und das haben wir auf dem Album jetzt aber mal extra versiert. Das heißt, es ist nicht so ein hibbeliger René, es ist nicht so ein lauter René, sondern es ist ein sehr, yo, René. Ja? Und das wiederum ist das, Sonne Ra, wir wollten ein Feature mit Sonne Ra machen, dann ruft er uns an, oder ruft er mich neulich an und sagt so, ey, Figo, ich sollte da ja was machen, ich hätte irgendwie auch Bock, aber das Ding ist perfekt, da muss ich nichts machen. Ich würde das nur verschlechtern so. René, was hast du mit seiner Stimme gemacht? Ey, ganz ehrlich, Mann, also jetzt, wir kennen ja René, aber seine Stimme. Und das war das, was gleich der Erste, der sich damit auseinandersetzt, oder auch die Leute um mich herum, mit denen ich das gezeigt habe und so, alle gleich gesagt, so, what the fuck, Alter, what the fuck. Und ja, es geht um Rap, so, also rappen, nicht, es geht nur um Rap, sondern er rappt. Und ich finde, das ist echt eine scheiß geile Platte, Alter. Ich bin gerade am Fertigmachen und Rookie ist gerade bei mir deshalb morgen gelandet. Und wir nehmen nachher die Scratches auf, die nächsten zwei Tage. Und ich kann einfach nur sagen, das ist einfach brachial. Es ist brachial. René hat was zu sagen. Es ist Bars, Bars, Bars. So ein Album. Also ich sag, viel besser kann man auch ein Album nicht mehr verkaufen, wenn man ganz ehrlich sagen. Also jetzt ist mir, und wie gesagt, ich bin nicht hauptsächlich dran beteiligt. Also ja. Ich hab die Beats gepickt von den anderen Jungs für ihn. Ich habe ihm da so Ordner zu bereitet. Und es gibt jetzt noch einen Track, den er noch machen muss. Ein Beat von The Intern. Ich glaube, er hat die Hälfte des Albums nur auf diesen Beat geschrieben, weil dieser Beat fordert. Und ich so, ey, da will ich den krassesten Track von dir haben. Und er so, okay. Und hat er jedes Mal neu geschrieben. Und immer so, guck mal, ich habe was geschrieben, aber ich glaube, das ist es noch nicht. Und dann haben wir das für andere Tracks benutzt. Also es ist wahnsinnig cool, mit ihm zu arbeiten derzeit, weil wir einfach jeden Tag fast telefonieren. Wir haben voll viel Spaß. Er ist einfach die Reinkarnation, René-Inkarnation. Ja, jetzt, ja, oh, schon wieder, diese Wortspiele, die er nicht mehr haben wollte. Ja, übrigens, ja, genau, ich weiß. Grüße, René. Ja, es ist auch immer ganz lustig, wenn man ihn auf dich anspricht oder dann eben dich auf ihn, da merkt man auch auf jeden Fall, da haben sich zwei
Wir haben uns gefunden. Wir haben uns gefunden. Ja, definitiv. Ich bin dankbar dafür, weil das ist ich bin mega dankbar dafür, weil ich mache Hip-Hop auch wegen einem MC René. Ja. Hat mich Rap interessiert und ich fand, dass der früher zum Beispiel immer richtig cool aussah, immer seine Parker-Jackets und die Caps. So. Der war der Flyeste, so. Der hatte so diese. Dem waren die Mädels der Schlange gestanden. So, ne? Und das hat man immer schon gemerkt, deswegen hat er mich immer schon irgendwie gecatcht. Und ich sende dir auch mal liebe Grüße nochmal und an Frau und Kind. Und ich bin einfach, das ist eine Bereicherung für mein Leben, der René. Und wir sind ja beide große Fans. Ich glaube, wer uns beide verfolgt, hat das schon mitbekommen, auch von seinem Album Renevolution. Das ist halt auch so ein Hip-Hop-Album, was gerne mal vergessen wird, wenn es darum geht, welche deutschen Hip-Hop-Alben waren denn eigentlich wichtig. Also, wer das nicht auf dem Schirm hat oder nicht dazu aufzählt, ja, dem kann ich dann auch nicht mehr helfen. Das war auch damals so ein Stück weit, der Satz seiner Zeit voraus wäre ein bisschen übertrieben, aber allein wer daran teilgenommen hat, wie es geklungen hat, wie es immer noch zeitlos klingt, eine wunderbare Scheibe. Ja, gut, wie er hat mir auch erzählt, also wie bei jedem Album funktioniert denn ja nicht alles so, wie man sich das vorgestellt hat. Ich glaube, wir haben zum Beispiel einen Track re-recorded von seinem damaligen Album. Ja, ich weiß auch welchen. Ja, und ich finde den mega gut und der neue Beat und alles ist auf jeden Fall krass. Und es gab die Originalversion tatsächlich damals von Marius Number One. Und das kam dann ja nicht so aufs Album wegen irgendwelchen rechtlichen Dingen oder was auch ich. Also das war ja früher immer schon auch damals so ein Theater. Also auch und das obwohl, eben, und das bei dem Label damals, wo es eigentlich auch schon gechillt zuging eigentlich, bei MC. Ja, schon. Ja? Also, ja gut, da lief ja anscheinend auch nicht alles. Also ich will mir jetzt nicht da... Machen wir nicht auf jetzt hier. Aber es ist halt so, dass der René, und das kann ich jetzt vielleicht verraten, auf dem Album habe ich mir einen Song gepickt, oder eine Sache, weil ich hatte einen Beat gebaut, der mich so ein bisschen so an das Reminisce einfach irgendwie erinnert hat, so ein Reminiscing-Gefühl, ein Erinnerungsgefühl. Und ich habe dann tatsächlich von ihm was suchen wollen aus dem Netz, irgendeinen Satz, bestimmte Sachen, die ich dann drauf scratchen wollte. Und bin dann zum 100.000. Mal über den 1993er Freestyle auf der Treppe gestoßen. Mhm. Mehr erzähle ich jetzt nicht. Mhm. Einfach mal bei YouTube reingehen. Ja, aber... Werdet ihr finden. Was wir gemacht haben. Und was ihr gemacht habt, ja, das auch. Dazu muss ich ja, was ich auch noch, was wir auch nicht erwähnen können, aber ich möchte es nur sagen, es sind auf jeden Fall auch sehr interessante Feature-Gäste mit dabei. Die lassen wir natürlich auch noch offen. Ne? Ja. Wir wollen ja auch ein bisschen was haben, wenn dann die Scheibe rauskommt. Das müssen wir jetzt aber übrigens klären. Einen kann ich verraten. Ich habe selber gestern aufgenommen. Okay. Ich bin halt so ein bisschen zerknautscht, weil ich bin bis um 3 oder so. Habe ich Können recorded. Wir denn wenigstens festhalten, wann circa das Album kommen wird? Also du wirst sicher kein festes Datum, du musst es auch kein festes Datum also sagen, aber so circa? Oktober, November. Sollte schon sein. Also, ah, okay. Es muss ja auch dieses Jahr eigentlich kommen. Ja, wenn es 30 Jahre MC René ist, dann... Wir wollen das jetzt nur nicht überstürzen. Ich habe mit ihm gesagt, dass wir das Release-Date oder dass wir die Mastering-Geschichte, also wie gesagt, in der ersten Juliwoche haben. Das heißt, wir hatten ein halbes Jahr Zeit, um das Album zu machen. Und dann drei, vier Monate. Alles klar. Um sozusagen den Rest dann an den Start zu bringen. Weil wir wollen halt jetzt auch gucken, dass wir natürlich auch die... Ich sage jetzt mal so, René möchte ich auch so ein bisschen mehr den ganzen, die Sicherheit im Look und im allem auch noch zusätzlich geben, weil er ist sehr viel alleine für sich gewesen in den letzten Jahren, komplett eigentlich. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ihm das so ein bisschen fehlt. Also nicht, dass ihm das jetzt generell fehlt, dass er keinen Bock hat, sondern dass es einfach nicht... Dass dem Künstler nicht gerecht wird einfach. Genau, und wenn ich mir jetzt so ein bisschen Videos reinziehe und ein paar Sachen von ihm, denke ich immer so... Du warst mal fresher, so, weißt du, ich meine, so blöd gesagt, also, und da möchte ich mit ihm wieder so ein bisschen hin einfach und ein bisschen zeitloser. Ja, sind wir auf jeden Fall gespannt. Was wir noch festhalten können, ist im Oktober, wenn es dann stattfindet, je nach Corona-Auflagen und Bundesland und wie es nicht in jeder Stadt anders ist mit den Konzerten und Veranstaltungen dieses Jahr noch, ich weiß es ja auch nicht, wäre am 10. Oktober im Kuferhaus in Braunschweig die 30 Jahre MC René Party. Genau, und dazu wäre es natürlich ideal, wenn das Abend da ist. Das wäre natürlich super optimal. Das ist auch der Plan, sage ich jetzt mal, aber man weiß ja nie, deswegen wollen wir jetzt auch nichts Großartiges sagen, aber ich will es natürlich versuchen. Die Musik ist ja da, das heißt, der kann sie so performen, aber das wissen wir jetzt noch nicht ganz genau. Aber es ist auf jeden Fall in the making. Also jetzt gerade ist der letzte Schritt und wenn der letzte Schritt getan ist, in 3 Wochen kommt er nach Berlin, drehen wir Videos und so. Also dann gucken wir weiter. Hey,
Wir sind gespannt. Ja, 10. Oktober. Wie gesagt, Torch ist noch mit dabei. Tony L wird auf der Bühne stehen. Retro-Gott. Mhm. Ich gehe stark davon aus, dass ein Figo Praslewitsch auch dann in Braunschweig vorbeischaut. Ich hoffe doch. Ja, ich werde es auf jeden Fall auch versuchen einzurichten. Wir kommen zu Musik bei René und Figo, hören wir nicht rein. Das lassen wir natürlich komplett offen. Ja. Wir müssen ja auch ein bisschen. Wir dürfen nicht zu exklusiv werden. Ich habe überlegt, so genau, weil es irgendwie bringe ich jetzt was mit von so 18, 19 Tracks, die wir jetzt irgendwo gemacht haben, so, oder lasse ich es lieber und. Das kommt dann halt richtig und wir dachten, so ist es, glaube ich, besser, ein bisschen was zu erzählen. Und aber wir hören uns jetzt einen Song an, da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, Nali John Known. Oh yeah, also krass, ich finde, also Nali ist auf jeden Fall, bei John muss man so nicht viel sagen, ist ein unglaublich begnadeter Rapper, der ein Wortwahl hat, ein Wortschatz, der ist krass ohne Ende, dann kann der noch so krass freestylen, also wirklich. Krass, Freestyle. Der ist jemand, der, ich glaube, dass John Known der beste Freestyle auf Deutsch ist. Das lasse ich jetzt so stehen. Und zwar mit Punches, Skills, Delivery, alles. Und ich habe mit dem schon stundenlang gefreestylt. Ich kann es euch, ich kann es einfach sagen, ist der beste. Ich habe mit René viel zu tun und es ist... und der kann auf jeden Fall freestylen. Aber John ist gerade wirklich on fucking fire. Das ist auf jeden Fall sick und safe. Und Nali ist für mich auch so ein unglaublich begnadeter MC, den habe ich kennengelernt mit 17, fast 18 ist der, glaube ich, gewesen. Und seitdem machen wir Musik. Er macht so eine Art Praktikum bei mir, wenn man das so will. Und ist selber halt mit dieser District 96 Crew, Cas on the Beat, Point 5, Young MK und so. Und es gibt da auf jeden Fall richtig viel Talent. So. Er und sein Bruder sind total einfach wie losgelöst irgendwie. Nali muss sich natürlich irgendwo gefühlt jetzt behaupten, beweisen, finden und so, aber lyrisch ist er einfach eine Granate, weil er so, er schreibt so nah an deinem Ohr dran, weißt du, was ich meine? Das mag ich sehr, sehr und er spricht so ganz eigen und ich habe jetzt hier ganz viel über ihn geredet, hau lieber mal den Song. Ich hau das Ding rein, der Song hat auf jeden Fall einen sehr schönen Vibe, also ja, die beiden auf dem Beat, das ist so. Das ist eine Ansage. Ja. Das ist das, was wir brauchen, das, was die meisten ja auch hören wollen. Nali, wieder mal, wieder A schockiere ich, Wack MCs blockiere ich, ihr kommt nicht in die Cypher rein, spucke Reim in die Cypher rein, zu viele Rapper sind zu Promi für Cypher rein, denken sich, ist sie einfach nein, falsch gedacht, guck mal, was für eine Summe, meine Zunge durch Icon fach, wie ein Weltall-Urknall, erzeuge dein Zerfall, schalt mal kurz die Welt aus, denk nach, dann schalt sie wieder an, jetzt bist du dran, ich bin gespannt, was siehst du an Land, wird es allerhand, oder alle lachen dich aus, raus mit dir Land, wie ein V ohne Federn, verdammt, gibt's an, doch wär das krank, dann wäre jeder bekannt. Ich serviere Pass, sodass danach sich jeder bedankt. Jeder bleibt bedient, hab niemals alle Tassen im Schrank. Oder Teller, ziehe zwischendurch genüsslich am Ella. Und dann flow ich schneller, langsamer oder sogar a cappella, ist egal. Und natürlich verkack ich auch mal. Trinke gerne, wenn ich spitte, stehe gerne in der Mitte. Dicke Lippe, ficke mit dem Flow und lerne, was Gedicke erzeugt. Und nach einer kurzen Pause kicke ich erneut. Oder scheiß auf Pause, denn nach mir werden alle scheu. Und nicht noch heißer nach ein paar Schlückchen vom Gebräu. Oder nimm Zügchen von einem Tütchen in meinem Stübchen, ist heut. Es ist das Cypher angesagt, ich hab wär noch einmal hart. Nimm den Joint, dreimal ziehen und dann ab nach links. Nimm ein Schluck Sterni, wenn du glaubst, dass das was bringt. Und dann kick irgendwas, das nicht nach Abwasch klingt. Oder nach Abgas stinkt, komm sag mal, was das stimmt. Nimm den Joint, dreimal ziehen und dann ab nach links. Nimm ein Schluck Sterni, wenn du glaubst, dass das was bringt. Und dann kick irgendwas, das nicht nach Abwasch klingt. Oder nach Abgas stinkt, komm sag mal, was das stimmt. Bisschen wenig, bisschen ewig, bisschen oft passiert nix. Bisschen Engel, bisschen Alien, bisschen inkompatibel. Bisschen was verloren, bisschen was gewonnen. Bisschen selbst an Schuld, bisschen werd ich's wohl nie lernen. Ey, Gedanken sind wie Tetris. Ordne sie richtig an, die waagerechten gehen weg. Gedanken sind wie E-Hack. Selbst die größte Panikmache legt sich. Der Mensch gewöhnt sich für gewöhnlich selbst ans Töten. Und dass er so viel wie möglich vom Buffet kriegt. Der Mensch vergisst schnell, sind Verträge unterschrieben. Der Mensch wird Sklave, wider Willen wird er davon Notiz nehmen. Zurück zu euren 15 Minuten und was ihr dafür macht. Und was ihr macht, wenn ihr sie habt und was ihr hinterlasst. Meist ist vorn und hinten nix, wie keine Titten und kein Arsch. Der Manager zeigt öfter Messer als der plastische Chirurg.
Jetzt schämst du dich wieder, als wär 20:07. Um das Game zu dominieren, lässt du dich domestizieren. Jetzt schämst du dich wieder, als wär 20:07. Dein Rap ist nicht dein Rap, kein Reim, kein Vers von dir. N-A-L-I und Mr. You Know My Steez. Nichts ist kreiert, alles wird dokumentiert. CHP96, W-E-Doppel-D-I-N-G 6-5, nimm den J, dreimal ziehen und ab nach links. In einem Land, wo es mehr Schranken als Wege gibt, mehr Mauern als Brücken. Krisenherde brennt, es aber nichts zwischen die Zähne gibt. Schläft sich schlecht, selbst im King-Size-Bett. Wenn dieses King-Size-Bett in Zelle vom Gefängnis ist. Ha, bisschen Session will vergessen, gib mir Beat, ich hab Rap. Bisschen innern Ängsten stellen, bisschen fliehen vor der Welt. Bisschen Energie senden, bisschen krieg ich zurück. Bisschen Sharing is Caring, bisschen Self-Care für mich. Nimm den Joint dreimal ziehen und dann ab nach links. Nimm ein Schluck Sterni, wenn du glaubst, dass das was bringt. Und dann kick irgendwas, das nicht nach Abwasch klingt. Oder nach Abgas stinkt, komm sag mal, was das stimmt. Nimm den Joint dreimal ziehen und dann ab nach links. Nimm ein Schluck Sterni, wenn du glaubst, dass das was bringt. Und dann kick irgendwas, das nicht nach Abwasch klingt. Oder nach Abgas stinkt, komm sag mal, was das stimmt. C'est pour mon indépendance. Si j'ai arrêté le taf, c'était pour tenter ma chance. Et aujourd'hui je suis un jeune entrepreneur. Je vais laisser un empire à mon fils avant que je meure. Le cash flow c'est une question de survie. Car rien n'est gratuit sur le monde où l'on vit. C'est la chasse au rollo et chacun pour soi. Pour ça que je commets mes crimes en solo. Je stocke des richesses pour les temps durs. J'endure la galère mon frère, une chose est sûre. C'est qu'on va tous mourir, mais je vais mourir blindé. Mes cousins au bled, la misère ils vont la feinter. Car on partage avec la mif. Ce son est dédié à ceux qui font du bif. Je donne ça pour tous mes hustlers, les gamblers, les money makers.
Je donne ça pour tous mes hosts, plus les guerres, plus les money makers. Je donne ça pour tous mes hosts, plus les guerres, plus les money makers. Je donne ça pour tous mes hosts, plus les guerres, plus les money makers. Ich bin hier gerade mit Jean-Marc in der Radiosendung. Figo bist live bei sich. Natürlich nicht mehr live, wenn ihr das seht. Genau. Aber live bei sich auf dem Kanal, auf Instagram. Machen wir gleich auch mal Ciao, oder? Ja, machen wir mal gleich mal hier. Wir kommen jetzt zu einer unfassbar beliebten Rubrik in dieser Sendung. Und zwar, dass die Künstler einige ihrer liebsten Platten mitbringen. Das sind nicht die liebsten, sondern einige der liebsten. Weil es wäre ziemlich langweilig, wenn man immer sagen würde, bringe deine drei absoluten liebsten Platten mit, was so Blödsinn ist, das kriegt man meistens gar nicht hin. Da hat man dann doch mehr zu liefern, aber es geht so ein bisschen darum, so einen Einblick zu bekommen, was hört der Künstler gerne, was hat er früher gerne gehört, was gibt er sich so an Mucke, vielleicht auch außerhalb von Hip-Hop oder Rap oder wie auch immer. Und während übrigens Figo Pier Ordnung macht, hat er nicht nur seine Platten, die er mitgebracht hat, seine liebsten, rausgeholt, sondern du hast ja hier auch noch, ist Weihnachten oder was? Ist denn schon Weihnachten? Es ist schon Weihnachten, gell? Ja. Also, kommen wir gleich mal zu dem einen Ding. Also gerade was Platten betrifft, so, ich habe mir jetzt gedacht, du hast geschrieben 4 bis 5. Bei mir sind das einfach in der Regel viel, viel mehr als nur 4 bis 5. Das ist klar. Bei vielen anderen auch, aber und dankbar auch dafür, dass es so ist, dass ich nicht nur 2 Alben habe, die ich mein ganzes Leben lang rauf und runter hören möchte und sonst nichts. Wenn es die 2 richtigen sind. Also kommen wir mal ganz kurz. Ja. Kommen wir mal. Ja, Biggie und Tupac. Ja, genau. Kennst du schon Biggie Tupac Album? Also, für mich eine der interessantesten Platten mit einem der unglaublich schönsten Songs drauf ist Stanley Turrentine. Stanley Turrentine ist auch krank, aber Stanley Clark ist eine der schönsten Platten. Also wirklich, diese Platte hat es in sich, ein paar bekannte Samples sind auch drauf, aber auch wunderschöne Songs einfach. Journey to Love. Unglaublich. Also er ist übrigens einer, der auch gespielt hat bei Chick Corea in der Return Forever Combo. Mega. Also die Platte ist wirklich, auch das Cover, also das ist so State of the Art, wie ich es mir auch vorstelle. So ein Cover könnte ich mir auch mal vorstellen. Wunderschön. Ich könnte mir auch vorstellen, das zu covern. Zu covern das Cover, okay. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine super Platte. Dann komme ich jetzt nochmal zu einem alten Fundstück. Sie ist für mich die wahrscheinlich größte Songwriterin aller Zeiten, würde ich jetzt mal sagen, anhand von einfach ihrer Hits und auch ihrer Connections. Carole King ist okay. Diese Platte, vor allem Fantasy. Sie hat ja ein paar Platten gemacht, die auch bekannter waren als die hier. Aber das Ding ist ein ganzer Jam, ja, mit einer Band. Du siehst auch da hinten drauf People of Color und alles. Sie war also mit allen down. Sie ist halt wirklich so eine der interessantesten Künstler überhaupt. Und jeder, der eigentlich was über sie verliert in all den Jahren, wenn man was über sie findet, sagt nur, lobt sie nur in den größten Tönen irgendwie. Also, und ihr letztes Konzert, glaube ich, in London im Hyde Park draußen, da habe ich voll Gänsehaut gekriegt. Also es ist vor 1-2 Jahren. Ja. Weil sie ist auch schon über 70. Und sie hat so viele Hits geschrieben. Sie hat früher, da ist auch ein Track drauf mit, gerade der zweite, Rasko hat zum Beispiel auch mal gesampelt, richtig krasse Platte. Also die Platte kann ich mir von oben bis unten durch anhören. Ja? Also das ist wunderschöne Musik. Und danke, durch meine Mutter habe ich Carole King entdeckt, muss ich sagen. Ihr anderes Album Tapestry ist bekannter, aber Fantasy, allein schon der Anfang, wenn da oben steht, weil sie singt das rein, was hier hinten drauf steht, und zwar Looking for a way to say the things I think about day by day. Listen to the meaning of if you can. I may step outside myself and speak as if I were someone else. That's one way I know you will understand. In fantasy I can be black or white, a woman or a man. Wunderschön. Also überhaupt der Shit. Diese Platte gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. So. Ist schon, jetzt bin ich schon sehr begeistert, was du mitgebracht hast. Vor allem eben abseits von Hip-Hop. Das finde ich halt immer super spannend. Ne? Voll, also. Das ist halt. Und 2 Hip-Hop-Platten, die mich halt brutalo-mäßig geprägt haben, das sind auch genau die Originale von damals. Ist unter anderem, ich fange mit der ersten an, das war meine erste Platte, die ich mir gekauft habe. Ach Quatsch, das war deine erste Platte, die du gekauft hast? Die erste Platte, die ich mir gekauft habe. 1996 oder 97, nee, 98. 98, ich 98 war das, glaube ich. Ich habe mir die zusammen mit Moment of Truth von Gangsta gekauft, im WOM in München.
Da war ich, war ich auf Besuch in München. Da konnte man noch in WOM solche Platten kaufen. Ja, das war im WOM, genau. Und diese Platte ist halt, ja, was soll man sagen? Also, das ist die verrückteste Hip-Hop-Platte eigentlich aller Zeiten, wenn man so will, was da alles als Feature drauf ist. Die hat übrigens noch nie jemand mitgebracht. Das finde ich super interessant, weil ich habe immer damit gerechnet, dass irgendwann Alter, jemand die Scheibe der mitbringt. Der Everlast-Track, Mann. Alleine das jetzt, so diese Thematik von... Yo, is the largest crew... Was sagt er? Is the man in blue the largest crew? Es ist so krank, der Song. Wo halt im Prinzip der Cop ist, sozusagen. Mhm. Und erzählt, dass so die größte Gang der Welt ist die NYPD. Und... Kranker Song. I lock up your mother. I confiscate your chronic. So. Ich glaube, dass das Album im Normalfall so gut wie jeder, der gerade zuschaut, auch zu Hause stehen hat. Naja. Und wenn es auf CD ist. Ich kenne ehrlich gesagt sehr viele Leute in meinem ganzen Leben, die dieses Album eben nicht auf dem Schirm hatten. Echt? Und nicht mal das Video. Und wegen dem Video bin ich damals in den Laden gerannt, weil da gab es dieses 6-Minuten-Video ja, mit allen Rappern. Ja, das war übelst lang. Ey, ja. da ist Big Daddy Kane drauf, Sadat X, XTB. Das waren auch zu der Zeit ja viele MCs, die auch gerade richtig heiß waren. So Keith Murray und alles. Das ist echt krass. Tariq, ja, was, vielleicht schätze ich das auch falsch ein, weil in meinem Umkreis damals, 98, war das der heiße Scheiß. Es ist einfach krass, also Everlast, Sadat X, Exhibit, Kid Creole, Buckshot, Horror City. Hätte ich jetzt auch übelst Bock reinzuhören, aber es ist rechtlich übelst, etwas schwierig. Also selbst Special Ed ist drauf. Chub Rock, Biz Markie, Sweetie, Chris Rock, Queen B, RZA, Big Daddy Kane, Dom Dom. Ah, ist einfach nur krank, Alter, was da alles drauf ist. Das müsst ihr euch mal geben, die Platte, die ist echt verrückt. Also feier ich richtig hart. Richtig hart. Und Cool Keith auf jeden Fall auch. Hat mich richtig krass gefühlt. Findet ihr definitiv auch, würde ich behaupten, als Repress ist die sicher auch rausgekommen. Ich habe zwar nicht auf dem Schirm, ob es als Repress kam, aber definitiv. Sonst gucke ich gleich nicht mehr. Ja, die ist schon leider, gut. Ist leider schon sehr durchgenudelt, deine, ne? Meine ist schon leider sehr durchgenudelt. Aber die wurde dann auch gespielt. Das heißt, ich habe die früher in den Club genommen. Und so sieht sie auch aus. So also sieht sie definitiv aus. Ja, Kacke habe ich aufgelegt. Da ist sogar noch der original Sticker drauf. Geil. so. Und die zweite, ich packe ein. Dankeschön. Und die zweite Platte, die hat wirklich, also und ich habe mir die Story mal reingezogen und ich kenne mittlerweile die Jungs auch, da bin ich sehr stolz drauf. Dieses Album ist eigentlich auch eines der, also für mich ist das ein Top Ten, so ein Evergreen-Album. So ein Chaotix Universal. Das Cover ist das grottigste Hip-Hop-Plattencover aller Zeiten. Neben dem Cover, was jetzt Virgil Abloh versucht hat rauszubringen für Pop Smoke, Alter. Ja, ja. Ganz schrecklich. Boah, was hat er sich gedacht? Das Cover hier ist genauso. Also die Rückseite ist schon so ein bisschen weird. Da geht's noch so einigermaßen. Hier Bronx Science Records und Buds Distribution haben es richtig verkackt früher. Und zwar habe ich die Story auch mal gehört. Es gibt auch sogar einen Song, wo die Chaotix gegen ihre alten Distributions ballern. Ich habe vergessen, wie der Song heißt. Das ist so krass. Da sind die zwischen so Eisenbahntrains und ballern. Alle und also hauen diese Labels und Distribution in die Pfanne und erzählen auch, wieso dieses weirde Cover darauf entstanden ist. Aber die Beats ist eigen. Die Beats sind eigen von DR produziert. Hat mich brutal beeinflusst. Die sind so aus dem Umfeld von Jay Ross, Jay Sands und so aus Houston. Finde ich persönlich fast den most clearest Hip-Hop-Lyric, also zu verstehen. Mhm. Das war das erste Album, was ich komplett verstanden habe. Und es gibt auch ein paar richtig geile Parts drauf, wo ich halt persönlich einfach feiere. Zum Beispiel der Track My Life, Part 1 und Part 3. Der zweite Teil ist nicht so killer, aber der erste und der dritte Part, also der Beat vom ersten oder CPR, Take My Life. Take My Life, but you can't take Hip-Hop away from me. Oh man, das ist so, das World Renowned war ja so ein Hit damals. Da gab es auch ein schönes Video zu übrigens. Ja. Ja. Ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen, weil ich kann deine Begeisterung total verstehen, weil mir ging es damals auch so. Das war so eine Nummer, wo ich so dachte, boah, mal wieder was ganz Frisches, anderes irgendwie so, ne? Weil klar, wie du sagst, so die typische 90er-Jahre-Schiene, die man da so abgearbeitet hat, bin ich auch groß mit geworden. Und dann kommen da diese Jungs, die so einfach nochmal einen anderen Beat-Sound liefern und nochmal anders irgendwie rappen. Ich fand das auch grandios. Ich gucke auch gerade so, ob es überhaupt... Ach, ist sogar alles noch bezahlbar, du, wenn du dir die, wenn du dir die Chaotix, ich glaube, die Chaotix ist die wurde bezahlbar. Oft, glaube ich, gepresst. Aber ich glaube, die wurde gerepressed so. Ich gucke gerade mal. Kann ich mir auch vorstellen. Ist ja manchmal auch nicht uninteressant. Schau das ist mal. Auf jeden Fall die uralte. Ja. Universal. Ja, aber die kann man auf jeden Fall entweder repress-mäßig oder selbst zum Original bekommt man die noch zu einem guten Preis. Ich gucke mal gerade bei Prince Paul.
weil man kann ja auch nicht immer auf dem Schirm haben, was alles nochmal irgendwann wie kam auf Vinyl und was nicht. Krass ist halt, dass es auch da nur zwei Features drauf gibt von Typen, die man auch nicht kennt, ne? Aber ja. Das Album hat sich einfach durch, also die Leute, die das Album kennen, wissen, dass das eigentlich, dass das, das muss man mal gehört haben und das feiert man mit Sicherheit. Da gibt es auf jeden Fall eine Menge Songs drauf. Die Beats, die klatschen irgendwie nochmal ganz anders. Das war auch live, ich habe die mal live gesehen, so hart. Da waren wir in Mannheim, da waren Chaotix, Science Supercrew, DJ Hightech und Jay Rawls. Ach ja. An einem Abend so. Nette Runde. Ach, es war ein Abend, kannst du mir glauben, ey. Das hat mich auf jeden Fall... Da war ich, an dem Abend hatte ich so das erste Mal so richtig das Gefühl, ey, wenn ich nur ein Beat von mir über diese Boxen hören könnte. Ich weiß es noch so krass, wie mich da standen, so, oh, ein Beat, bitte hört euch doch nur ein Beat an, ihr würdet es mögen. Bitte. Abgefahren, diese Platte, richtig krass. Ja. Bekommt ihr auf jeden Fall beide Scheiben noch ohne Probleme, auch für einen vernünftigen Kurs und kann man auch empfehlen. Ja, bei Chaotix, ja, also die muss man hören. Auch ich überlege alles, gerade, Chaotix haben. Ich guck mal eben, das muss ich jetzt auch nochmal schauen, die haben doch auch nochmal irgendwann später auch nochmal was veröffentlicht. Die haben voll viel gedroppt, die machen auch jetzt noch Mucke, Mann. Ja, ja, aber da war dann auch nicht mehr alles ganz so nice, fand ich. Ich überlege nur gerade, was ich meine. Weil also der George Bush Doesn't Care About Black People, der ist sehr bekannt, ja. Den hat er dann später Kanye West übernommen. The Black Album kam noch nach Universal 2.3. Das war auch, ich rede von dem 2016er Album, Legendary. Das war gut, aber das war nicht mehr so das, was mich so direkt gecatcht hat. Aber Lyricist-mäßig sind die am Start. Ja, das definitiv. Das waren die schon immer und die haben auch immer, also diese klare Aussprache. Ich mag das einfach. So wie die rappen, finde ich einfach geil. Gefällt mir. Damien Randall und Big Mike sind auf jeden Fall für mich Top MCs immer gewesen, habe ich sehr gemocht. Ja. Auch Delivery, das ist so Stuff, die Chaotix Universal Platte ist so eine Platte, da kann man gefühlt jeden Satz scratchen. Weißt du, ich meine, da kann man auf jeden Fall Songs kriegst du da deine Scratches raus, weil die einfach gute Sachen sagen und Sachen, die du einfach benutzen möchtest. Ne? Deswegen, also die kann ich einfach jedem empfehlen. Also eigentlich alle vier Platten, die ich jetzt da mitgebracht habe, finde ich sehr schön und ich hätte die auf jeden Fall noch viel mehr bringen können. Klar, das so. Aber super schöne Auswahl. Chaotix muss ich nachher übrigens mal jetzt gleich gucken, während Mucke läuft. Ja, da habe ich auch die 12 Inches nämlich noch sogar alle von damals. Hast du das Album auch noch? Das Album habe ich auch, aber ich habe vor allem auch, das weiß ich, habe die 12 Inches mit damals gekauft. Ich war so einer, ich habe oft auch die, zu diesem Zeitpunkt, also gerade in den 90ern und Anfang der 2000er, habe ich oft mir 12 Inches gekauft, auch wegen Auflegen und habe das Album dann sogar doch nur auf CD mir geholt. Aber weil ich halt teilweise die Singles mir dann alle auf Vinyl. Ich muss mal gleich gucken, was ich von den Jungs habe. Weiß ich gar nicht mehr. Wir hören uns jetzt auch nochmal Musik an. Yes. Von einem Album, was ich euch auch empfehlen muss, Terfak, war ja hier auch schon Thema in der Sendung, Zwei-Zimmer-Gefüge. Grüße dahin, hat ein Album rausgebracht, heißt Ismael. Viele gute Jungs mit drauf und ich habe genau den Track rausgesucht, wo auch viele dieser guten Jungs gleich mit dabei sind. Checkt das aus und wir quatschen noch gleich in Ruhe weiter, der Figo und ich. Ich komme mit Herfack und Reis zum Bärnackel-Fight. Deine Crew hat schöne Kleider, aber Flair hat den Vibe. Wer will den Streit? Alles Männer, wenn der Handy knallt. Ich zieh dich an den Ohren von der Bühne, so wie Ambilight. Ich finanziere meine harte Raps mit Argeshakes. Denn der Indianer kennt keinen Schmerz, wenn man ihn in Reservate steckt. Nase-Pep, du bleibst hängen, so wie Klebstreifen. Deine Nele ist verliebt und macht beim Fingern das FG-Zeichen. Ich breche deine Krebsbeinchen. Denn du bist ein Spaß, schick mir den Termin per WhatsApp, ich komm und zieh dich ab. Schick mir den Termin per WhatsApp, ich komm und zieh dich ab, du Spaß. Du alte Schreckschraube, ich steche dir ins Auge, es da gewinnt im Weglaufen. Der Onkel im Bett saufen, solche Rapper saugen, ablecken mich mit Tierlaut, roh, verhalten wie im Zoo. Augenstecher macht sie erst ab 2 ZFG. Welche deutsche Crew ist besser? Ich tot schweige die Schwätzer. Für jeden ein Kreuz im Kalender. Mittlerweile erkenne ich gar nicht mehr, welcher Tag es ist. Alles nur Karate-Kids. Ich höre Trillion und Sniff, wenn ich auf der Party sitze. Deutsche Rap ist der Krieg und ich der Pazifist. Der Antichrist. Hab mich dahin gerafft, hab's bis hierhin nur mit Chill geschafft. Rufus Fahnsch
Schlittschuh in Simbabwe, Uso strecken Paste. In der ersten Klasse betrachte die Sache aus der untersten Kaste. In der Untertasse reicht mir die Wunderflasche Wee Wee Gasson. Hinterm Gürteltier wartet der Affront. Du machst dope Songs, ich stecke deinen Jobs am Kopf in die Bong. Spiele Beethovens Neunte auf dem Gong. Tanzjargon im Salon, klar komm wovon. Park den Kümmel im Kästchen, deine Schimmelproteste. Fressen Reste, braue meine Essenz besessen im Kessel. Fighter, hetze die Geister, trage Worte im Speicher. Army in der Writer, gebe Doppelfick auf Neider. Ich tanze weiter, leider bist du gescheitert an der Meinung, die dich fickt. Sieh ne Fotze an ihrem Blick, wie eine Fotze innen tickt. Ihre Fotze, mein Schwanz drippt. Ich ficke diesen Schlitz, Costa Wolle ist kein Witz. Onkel Josh Pirelli schlägt rein wie ein Blitz. Rauch mein Heokäse, stehe high in dem Vogesen. Stört dich der Dreck, ja, dann schnapp dir den Besen. Ohne Probleme werd den Ochsen hier erlegen. So blöd oder bis wohin verstehst du? Imperium macht Bälle wie Millionenstädte. Deine Knele stresst du nur, ich weiß, wie man die Bogen glättet. Gib mir 3 Sekunden, ich kläre Pasta, Date und Pokerrennen. Flamethrower so brennen, wo wir toben, lodern, lenden. Mieser Knecke, Säcke, Südwest. Mach das Psycho Master, bring a Pep vor meinem Debüt fest. Überlebe Polen, Zöcken, Fohlen nach Chemierest. Und liebe meine Nächste, weil ich jetzt gemacht mies Stress. Davon hab ich schon genug, schätze, ich fick mal auf der Palast, ne, ich trage nichts vor Tour. Trag noch Schnaps in meiner Tasche und die Arzen als Tattoo. Und vielleicht auch noch ne Hose, aber dann ist auch schon gut. What? What? Ah, guck, ich will die Mainstage und dicke gefüllte Taschen. Minuten wollen, dass ich sie von hinten betanke. Halt sie bei der Stange, weil ich sonst nicht gut verhandel. Ey, Digga, wo ich herkomme, neigt die Liebe zu der Pflanze. Häufig trifft man Kranke, das Leben auf der Kante. Mach mir keine Schande, denn sonst trink ich deine Bande. Freizeit an der Tanke, für das Leben einer Schlampe. Vorab erstmal danke, denn ich fühle mich verstanden. Leider von den Falschen, für den Boss geht's auf die Fresse. Schick uns deinen Besten und wir legen ihnen Ketten. Ja, wir legen ihnen Ketten. Also schick uns deinen Besten. YZG, FG, LRGK. 24, ein wie ein Roll. Niemand ist allein, wenn er nicht muss. Und müssen kann so vieles sein. Schau in unser Spiegel rein. Immer so wie mir das war. Gott, es lässt sich wehren, nein, wenn der Boden kalt ist. Doch ich bleib der Chief, wo bald ist. 2013, der Back und der Lagika. Als ich bisschen jung war, sah ich nicht, was in der Ferne lag. 200 Meter Fernseher. Beschäftigung für Stunden. Manch einer muss krank sein, bevor der Wunsch wächst zu gesunder.
frisch raus, Sicht Exotica 5. Yay! Hubert Davis und One Two gemeinsam. Voll geil. Ja, so, sollen wir noch was zu den Jungs sagen? Nein, ich muss mich nochmal bei denen bedanken. Also Anton, Jens und so weiter, die Jungs von Sicht Exot, haben mich damals angeschrieben wegen einem Remix zu Tag. Mhm. 2012 im März oder so. Und dann, oder im Februar, und dann hat der Anton gesagt, hey, wenn du mal was hast oder so, dann schmeiß doch rüber. Und ich meinte, hey, ich habe da so ein 42-Beat-Tape-Ding, das wollte ich in 3 Tagen raushauen. Er so, was wie... Ja, Oldschool Future, ja, haust doch einfach über den Kanal, wenn ihr möchtet. Und dann ging das so ab und das ist History. Ja, absolut. Danke dir auf jeden Fall, Anton. Ja, Sicht Exot. Liebe auch von meiner Seite, wisst ihr ja, freue mich immer, die Jungs zu treffen. Zuletzt haben wir uns ja nochmal alle in Anführungsstrichen, aber ein großer Teil ja beim Blend gesehen. In Mainz. In Mainz, richtig. Cool. Ja, Blend Festival ist so immer cool, ne? Hoffen wir auch, dass nächstes Jahr wieder eins kommt. Ist echt cool, auf jeden Fall. Also ich muss auch mittlerweile sagen, ich finde die ganze Gegend so zwischen Mainz, Wiesbaden, Frankfurt voll entspannt. Es gibt so eine richtig gute, es gibt irgendwie so eine Art Community dort, und aber auch die ganzen Rapperinnen, die aus Frankfurt kommen und so. Das ist alles so, da hat die Kultur noch einen Stellenwert irgendwie. Mitteldeutschland hätte ich mir nicht so denken können, dass es noch so, gerade jetzt vor allem ist das bei vielen sehr, also ich kenne so viele Tänzer, Maler, und Leute aus Frankfurt und Umgebung, das ist unglaublich. Und die sind alle aber so vom Mindstate so, ja, so wie man sich das eigentlich vorstellt. Mhm. Und der Rest ist auch okay. wie der René hat eine Line, Mann. Die ist super geil. Irgendwas mit Playmobil, bla bla bla. Und der Rest ist eh nur semi-real. Also, yo. Wir haben vorhin schon gesagt, hier, ob schon Weihnachten ist. Wir dürfen das jetzt natürlich nicht vergessen. Du hast was mitgebracht. Wir haben ja vorhin schon, ihr habt es ja mitbekommen, weil ihr ja logischerweise die Sendung am Stück guckt oder in 3 Teilen, weil das euch aufteilt. Wir verlosen ja Figubs Beitrag zur Expedition 100. Viel von mir, und Sweeps verlosen wir. Aber Figub hat sein eigenes Lager geplündert. Ja, habe ich gemacht. Also, um auch zu zeigen, dass wir ein Lager haben. Wie geil ist das denn? Ja, also auf jeden Der Fall. Der ist nicht schlecht. Ja, ich hab mir das natürlich überlegt, so starke Dinge mitzubringen, die auch irgendwie, die wir auch bewusst machen, damit wir dann auch Absatz generieren. Unser Problem ist derzeit die Promotion an sich. Also dieses generelle Problem, finde ich. Einerseits geht es natürlich über das Internet super, aber du musst halt einfach so gegen deiner Logik Dinge machen. So. Und da habe ich oft ein Problem mit. Das heißt, ich werde mir jetzt dabei jemanden holen dafür. Aber ansonsten habe ich jetzt einmal das, was ich eh schon anhabe hier. Gibt es endlich von Crackpack-Shirts. Endlich Crackpack-Shirts. Ich bin so froh, weil dieses Ding wollten wir schon so lange haben. Wir waren jetzt offiziell und wir sind noch nicht mehr ganz, ganz offiziell im Handelsregister und so. Scheiß drauf, ja, das kommt alles gerade, ist halt im Making. Aber wir arbeiten jetzt seit 7, 8 Jahren zusammen, Benny und ich. Und ich bin so froh, dass wir jetzt endlich es auf die Kette kriegen, sage ich jetzt mal, uns um die wesentlichen Dinge zu kümmern. Unter anderem, wie gesagt, gibt's jetzt hier diese T-Shirts, Crackpack-Shirts. Zusätzlich haben wir dann noch mein Figo-Logo-Shirt nachgemacht. Auch schön. Wenn ihr eins haben möchtet, das Raver-Shirt Nummer 1. Jawohl. Damit kommst du im Berg kein gut an. wirklich, es kamen voll viele Leute auf mich schon zu und meinten, ey, also ein Typ hatte mal das Zeug, es sieht eher aus wie ein Raver-Logo. Und ich war so, yeah, geil. Nee, also finde ich ganz cool, kann man haben. Ich habe einmal ein XL Figup und einmal L Crackpack mitgebracht. Ja, wollen wir da gleich Pakete irgendwie machen oder wollen wir was machen? Du kannst es dir so machen, dass man ja alles einzeln irgendwie auch kriegen kann. Das sind ja alles, wenn das jetzt einer alles auf einmal kriegt, dann hat er schon. Nee, aber wir könnten ja, ich überlege gerade, weil wir haben 2 T-Shirts, was hast du? Sind das? Dann die Kassetta de Uf. Ja. Ist ja auch nicht mehr available. Ich habe aber allerdings noch Tapes, das heißt bei uns im Shop gibt es noch Tapes. Mhm. Die sind dann aber auch dann vergriffen. Also wir haben jetzt noch, ich glaube, 30 Tapes sind es noch insgesamt. Okay. Habe ich jetzt nachträglich jetzt nochmal welche wieder an den Start gebracht. War ja hier auch schon Thema logischerweise in der Sendung. Ein wunderbares Tape. Ja, ich bin voll. Also es ist anders wie die Digitalversion, das muss man dazu sagen. Also das ist ein Mixtape von BeatPete und die Digitalversion ist eine komplett aufgewertete, neue, überarbeitete Version vom Album oder von dem Mixtape, von den Urbeats. Und wir wollten das Mixding auf Kassette haben, also BeatPete. Shoutouts an BeatPete, danke dafür nochmal, weil durch diese Aktion ist das Ganze, was jetzt eigentlich so irgendwie passiert mit dem Album, mit dem und so, ins Rollen. Ins Rollen gekommen, zum Laufen gekommen. Dann haben wir auf jeden Fall, finde ich, eine Platte, die hat zwar ihre Aufmerksamkeit bekommen, es hat aber auch zum Beispiel einfach diesen unglaublichen starken Song von Kwame, Ace-T und Klaus Leon mir da drauf, und zwar Wo ich wohne.
Schade, dass wir dazu kein Video bisher realisiert haben. Die Platte kam ja im, also 2019 kam die raus. Im März. Slice of Paradise vom guten Klaus Leia und Figup. Genau. Grüße an Herrn Leia. Ich grüße dich auch und lass dich mal wieder blicken. Ich weiß, was zu tun, Bro. Genau, lass dich auch mal gerne hier blicken bei mir übrigens. Ja, ich nehme ihn doch gerne mal mit. Ja, hättest du was gesagt? Können wir auch mal machen. Auf jeden Fall ist diese Platte für mich eine meiner Favorites überhaupt, die ich je produziert habe. Uns anderen, weil ich ein Riesenfan von Klaus natürlich bin. Das ist auf jeden Fall ganz klar. Wir waren zusammen zweimal in Südamerika. Wir haben ja noch nicht mal richtig gezeigt, was wir gemacht haben und haben es auch bisher verpasst, irgendwie das Videomaterial und so überhaupt zu verwenden und zu nutzen. Ist halt auch manchmal so, mein Gott, der Busy ist halt busy, ne? Gibt's eine, hier könnte ich für einen Job werben, wenn ihr wollt. Anyway, ich bin immer froh, halt die ganzen Features, die drauf sind. MC Cheek ist drauf, Kwame Ace-T, dann habe ich Ferdi Amos aus Palästina mit drauf, mit dem ich auch gerade ein Album mache. Technical Development, klar, immer Sure Shot und No Rules Clan aus Medellin, also Kolumbien, weil wir da auch dann dort waren. Das war richtig geil, das hat so viel Spaß gemacht. Und auch noch Fanatic und Don Tox, französische Rap, die leben beide in Berlin. Sollte man sich auf jeden Fall geben, die haben jetzt auch gerade ein Album draußen. Ist natürlich ein bisschen unter dem Radar, weil, ja, wisst man, aber musikalisch eben nicht. Das heißt, es ist dope shit. Shoutouts an Fanatic und Don Tox. Fanatic ist übrigens mein direkter Nachbar, deswegen mache ich auch viel mit ihm, macht echt Spaß. Und Shoutouts auch an Earside und Donald Label You, die diese Platte haben mit uns realisieren lassen. Daher, wie gesagt, könnt ihr da gerne mal reingreifen. Es hat 22 Tracks drauf, beziehungsweise es sind 16 Tracks sind und dann noch die Instrumentals dazu sind alle drauf. Also. Das würde ich euch auf jeden Fall gerne empfehlen. Ja, ich überlege mir, du machst mal weiter, ich überlege mir noch, wie wir das jetzt gleich machen. Genau, dann habe ich natürlich, die hast du vorher schon mal reingehalten, meine beiden Classics, die ich jetzt endlich in Eigenregie rausgebracht habe. Damit könnt ihr mich natürlich supporten und unterstützen, vor allem in dieser Zeit von Corona. Ich habe die letzten Jahre sehr viel durch Live mein finanzielles Leben bestreitet und bestreitet. Ich habe und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr da einfach grundsätzlich Bock habt, noch weiter mitzuhelfen, weil diese Platte wollte ja jeder mal haben oder beide. Und die ist halt jetzt im anderen Gewand. Ich glaube, das haben auch wirklich viele gefeiert, definitiv. Ich weiß auch immer, dass die Leute, die natürlich damals die Originale gekauft haben und ja vielleicht auch immer mit dem Hintergedanken, war ja limitiert und safe. Ja. Aber es ist ja, das ist ja auch der Vorteil, finde ich. Da habe ich mit Morlock letztens länger auch drüber gequatscht. Ich finde, wenn man was represst, dann muss es einfach anders sein. Ja. Weil dann hat ja trotzdem die Erstpressung seinen Wert, weil es ja eben ein eigenes Cover hat. Und es sind ja zwei Alben in einem. Also man muss ja dazu sagen, dass ich es geschafft habe, hier HV und Vinyl Digital zusammenzubringen, mehr oder weniger, oder deren eben jeweils Reihe, die Nummer 1, da rauszuziehen und hier reinzuschmeißen, zusammen. Und ich muss auch sagen, auf der ersten Seite, auf der Moabit-Seite, gibt es dann noch einen extra Track, ein extra Instrumental, der eigentlich mal von Man of Boom war, The Main Ingredients. Den Song gab es mal als mit Rob Reedy von Mundschub auf der Juice-CD und sonst nirgendwo. Also die Platte, wie gesagt, sei euch wärmstens empfohlen. Und jetzt kommen wir noch zu einem meiner Lieblingsplatten, die leider, muss ich sagen, die Firma, für die wir das gerne machen, hat das damals leider ein bisschen verkackt, muss man sagen, ganz einfach. Und wir aber auch. Also wir haben dieses Album nicht gut an den Mann gebracht. Dabei ist es das stärkste Album, was ich überhaupt je gemacht habe. Musikalisch als auch lyrisch, als auch, weil da bin ich durch die Hölle gegangen so ein bisschen. Vielleicht ist es deswegen mir auch so wichtig, dass es vielleicht doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit nachträglich kriegt. Ich habe jetzt dieses Projekt rechtlich zu mir zurückgeholt, mehr oder weniger. Oh, okay. Sprich, ihr könnt es bei uns wieder erwerben. Strictly for All. Ganz genau. Tech und Figup gemeinsam. Tech mit Figup Bratstovic. Ist wirklich, finde ich, mein Beatmaker-Meisterwerk, wenn man so sieht. Ich meine, da sind zwei Beats drauf, zwei Tracks, die zum Beispiel war es der Nothing to Forgive. Da kennt man das Sample. Aber da finde ich, hat der Klavier ein wahnsinniges Solo drüber gespielt. Das heißt, das verändert sich. Ich finde diese Platte halt einfach so unglaublich Hammer, auch gemischt und gemacht. Da war ich bei Busy damals im Studio. Ja, Grüße, Busy. Hab das Album bei Busy dann mehr oder weniger gemastert. Ich muss dazu sagen, das kann ich ja jetzt mal sagen. Ich ahne, was du sagen willst. Also zu der Zeit haben wir Rap-Tags gemacht.
Das hat mir eigentlich einen ganz guten Batzen an Geld gegeben. Deswegen habe ich es auch gemacht und ich hatte noch. Deswegen konnte es auch nur bei Dizzy gemacht. Ich hatte auch einen coolen Rapper, also Shoutouts an DLG, falls ihr den noch nicht gecheckt habt. Ich habe fast ein ganzes Album mit einem Rapper gemacht, das bei Raptex gekommen ist. DLG finde ich auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Junge. Der hat so ein bisschen das RAG, der kommt aus Dortmund und hat so ein bisschen den RAG-Vibe. Hat aber auch ein paar, sag ich mal, hit-affine Songs. Finde ich aber cool, den Typen, und der hat aktuell auch mit Pimpf was gemacht, wo ich auch versucht habe, noch einen Remix zu machen. Und was ich dazu sagen wollte, ist, dass ich eigentlich hätte mit dem DLG damals intensiver arbeiten sollen im Studio, aber ich hatte eine echt schwierige Zeit. Ich habe mich von der Freundin getrennt und hatte mir noch den Finger gebrochen und musste so, das war alles richtig Horror, ey. Dann habe ich mit Tech mich noch damals verstritten noch zum Album. Wir sind jetzt gerade beste Freunde wie eh und je, aber wir haben uns damals dann zerstritten und ich habe dann halt einfach, anstatt die Arbeit, die ich hätte machen sollen, für die ich bezahlt wurde, habe ich einfach dieses Album gemastert. Für 2 Monate lang oder so. Ja. Auf Lautstärke 1000 beim Busy im Studio. Und deswegen klingt es aber auch irgendwie besser als die anderen, finde ich, weil ich einfach viel Zeit da hatte und richtig geballert habe. Und ich habe den ganzen Frust auf diesem Album rausgelassen. Komplett. Mein ganzen Frust ist auf diesem Album draußen, ja. Deswegen ist Strictly Four für mich die. Auch Tech hat so ein. Wir sind so. Wir ärgern uns ein bisschen, Wir haben uns die Position nicht erkämpft, die wir hätten haben sollen. Mhm. Nach Man of Boom. Und wir haben noch nie in UK gespielt. What the fuck? Ich kann eigentlich 300, nicht sein, ne? 300 Shows mit Tech gemacht, Badges ohne Ende, waren überall, an ganz Europa, wir waren in Lettland, wir waren im Arsch der Welt, wirklich. Italien, Frankreich, Spanien, überall, haben überall gezockt, auf Festivals und so, aber noch nie in UK. So, ne? Und das ist halt so ein bisschen der traurige Aspekt und wir haben es dann irgendwie nicht so auf die Reihe gekriegt, irgendwie unser Image zu pflegen und dann auch mit dem, anstatt Man of Boom zu behalten, haben wir dann Technical Development und Fico. Da fängt es ja schon an. Ja, klar, ist natürlich, ich weiß, was du meinst. Und wir wollen das jetzt komplett, wir setzen uns gerade hin und machen uns einen Fahrplan, so auf jeden Fall. Wir machen uns einen krassen Fahrplan, weil wir haben uns wieder sehr, sehr, sehr lieb, lieber als vorher. Und weil es musste auch einfach mal so ein bisschen, wir mussten mal zanken und jetzt ist es einfach die ideale Zeit, neu anzugreifen, neu zu koordinieren. Auch mal, man muss sich ein bisschen vorstellen, warum das nicht funktioniert hat, alles war, dass wir haben uns nicht, also wir haben diese Sache einfach nie auf die Agenda geschoben, das ist jetzt, was wir tun, davon leben wir, das ist unsere Aufgabe, sondern wir haben das so abarbeitet, während wir gelebt haben und sind Freestyle-mäßig jede Show auf die Bühne gegangen. Wir haben das so oft umsetzen können, dass das professionell rüberkommt, aber irgendwann ab einem gewissen Punkt war es mir zu lame. Ich wollte mit ihm eine Art Choreo haben. Ich wollte mit ihm so ein Highlight-Momente haben. Ich wollte mit ihm so ein bisschen was tun, dass wir die Leute catchen. Weil wenn du immer freestylst, ist die Anspannung bei einem Konzert so hoch. Das heißt, dein Konzentrationslevel, wenn du weißt, du weißt eigentlich gar nicht, was jetzt passiert, aber vor dir stehen 1500 Leute und du musst jetzt entertainen um 23 Uhr abends als Headliner. Du hast Songs und so weiter. Aber wenn du dann einfach weißt, okay, ich spiele jetzt den Track an und Tech hört hin, okay, wir spielen jetzt Beyond the Drums, okay, let's go. Verstehst du? Also es war nicht so, wir haben versucht, immer wieder mit solchen Tracklists und sowas zu arbeiten, aber am Ende des Tages war das dann immer der pure Freestyle eigentlich, das pure Vertrauen in sein Können theoretisch, aber das strengt ohne Ende an und wenn du 300 Shows irgendwann spielst, deswegen haben wir uns dann auch gestritten, weil ich gesagt habe, ich will, dass wir dies und das machen. Und für ihn war mehr so wichtig, no, let's rap, let's so. Und glaube, jetzt sind wir mittlerweile an einem Punkt, wo wir beide da uns sehr einig sind. Aber das ist halt auch ein Prozess. Es gibt halt eben dann Phasen oder Dinge, die passieren, die laufen dann so dahin und dann Jahre später blickt man drauf zurück und weiß, aber in Zukunft muss ich das anders machen. Und du hast das vorhin ja so schon gesagt, auch mit Crackpack Records. Ja. Eigentlich könntet ihr ja schon da sein, wo ihr eigentlich sein wollt. Ja, aber es gehört halt dazu. Warum klinge ich immer so frustriert und so? Weil ich es ja selber irgendwo auch weiß, Leute. Das ist, ich meine, also ich merke, man meckert ja auch nicht aus gutem Grund und gleichzeitig hat es. Ja, es ist dieses eigene mit sich selbst. Ich muss aber übrigens auch mal sagen, dass Figo bist bei Weitem nicht so frustriert, wie er es manchmal darstellt. Ja, das ist auch mal. Nimm mal lieber. Dir geht's auch gut. Ja? Du hast viel Spaß. Ja, du hast, das ist das Ding. Also, ich habe ja mega Spaß. Das ist es ja. Also, wenn sich irgendwas negativ bei mir äußert, dann ist das immer nur der Frust.
So. Und der Frust sitzt tief von ich habe es neulich erst vor ein paar Tagen oder gestern mit einem Butler gehabt, so, mit dem ich auch übrigens viel arbeite. Und wir hatten es dann gestern oder vorgestern, wollten wir was aufnehmen und dann fing ich an, aus meiner Vergangenheit zu reden und ist mir so aufgefallen, so, oh ja, die Heimat und da habe ich noch nicht alles irgendwie, und so weit. Und dann ging das halt so voll tief und er meinte nur so, ey G, ich glaube, das zieht sich wie so ein Faden durch dein Leben. So, wann endet das endlich mal? Und das stimmt, also ich muss mich da auch mal ein bisschen irgendwann mal zurücknehmen, ein bisschen ruhig sein und ein bisschen mich mal freuen, weil ich baue da was raus, ich habe Buffballers draußen und glaubst du, ich sitze da und denke, ja, geil. Sondern ich denke da gar nicht dran, ich zelebriere das nicht. Ich habe kaum Zeit, ich nehme die Platte nicht in die Hand und sage mir, wow, das habe ich gemacht. So, das geht weiter. Next, so ein bisschen. Ja, aber gut, das ist dann auch wieder der Lauf der Dinge bei dir, weil du eben so viele Projekte hast und mit so vielen Leuten arbeitest. Aber. Ich sag dir, warum ich das so mache, das ist so ein bisschen blöd, das ist so ein bisschen der Geltungsdrang, dass man irgendwie das Gefühl hat, so, man ist nicht unbeschäftigt einerseits und man, klar, ich mag das aber auch, weißt du, das ist so in mehreren Branches. Das gehört schon dazu. Mein Ding dazu habe. Es ist so eine Mischung aus meinen eigenen Weirdness und was ich aber auch voll gerne mache. Ich kann dir sagen, wenn du jetzt mal total rumgesponnen, du würdest jetzt eingekauft werden von einem großen Label. Mhm. Ja? So, und die sagen, pass auf, du wirst jetzt unser Haus- und Hofproduzent. Und du bist aber im Jahr nur für 2 Alben verantwortlich. Und wir zahlen dir Summe X. Du würdest denken, na endlich, jetzt gibt's mal Kohle, ich kann mich zurücklehnen. Und dann machst du das und stellst aber dann nach ein paar Monaten fest, Alter, 2 Alben im Jahr? Wie soll ich das schaffen? Ich langweile mich zu Tode. Ja, also deswegen, du brauchst diesen Hustle, du brauchst die 1000 Projekte, du brauchst auch diesen, glaube ich, Stress und Frust manchmal, damit du auch am Leben bleibst. Deswegen, voll. Also, das gehört dazu. Nichts, also ich bin so unglaublich lebendig, weil ich ja auch, und das finde ich schön, weil ich darf ja irgendwo Teil sein, so sage ich das auch mal gerne, ich darf Teil sein von unglaublichen Personen, von talentierten Menschen, von herzensguten Menschen, die mich dran, wie gesagt, teilhaben lassen an ihren Projekten, die mich das mischen lassen, die mich den Endschliff davon machen lassen, die mir vertrauen, die mir auch musikalisch vertrauen, die auch wissen, so, ja, ich will mit Figo arbeiten und so. Das ist eine schöne Sache, weil es lief ja auch nicht immer alles richtig und man kann ja auch bei weitem nicht alles richtig machen jederzeit, aber ich war so ein bisschen in der Bringschuld, weil ich halt so viel irgendwie auf die Reihe bringen wollte und dann aber gemerkt habe, so, ey, ich glaube, ich bin ja der Einzige, der das irgendwie so will. Die anderen finden die Idee cool und finden es geil und würden es auch annehmen, wenn es ihnen zufliegt, aber jetzt dafür was tun zu wollen oder sich da, das war halt immer so das Problem bei der ganzen Geschichte. Und dann habe ich am Endeffekt so ein bisschen ein Vertrauens, dann habe ich so, ohne das zu kommunizieren, also nicht 100% in alles reingelegt, weshalb es dann manchmal so aussah, als würde man kurz davor stehen und dann, aber in Wirklichkeit stand man nicht kurz davor, es war nur so ein, ey, ich könnte, weil ich jetzt den Button drücke und ich habe halt alles hier und du hast jetzt auch alles hier, lass uns hier so treffen, boom. Und das ist mir manchmal ein bisschen dann zu schnell gegangen, weil ich gemerkt habe, so das Vertrauen, dass die anderen verstehen, was ich jetzt möchte, worauf ich hinaus will, das war halt dann nicht da und deswegen habe ich dann nicht immer die Konsequenz auch gezogen, einfach auch mal Nein zu sagen oder so, weil man hat darauf gewartet, dass auch der Tech zum Beispiel dann sagt, yo, I'm gonna take care of my Insta, weißt du, I'm gonna take care of my, also ich kümmere mich um mein Social Media, ich bin ja der Rapper hier. So, der muss sich dann mit mir auseinandersetzen, der 20.000 Follower hat, ja, und hat selber 1,8 oder so, zu einer Zeit, wo ich mir denke, so, gee, es kann nicht laufen, es ist kein Wunder, dass wir nur in Deutschland oder in Europa spielen und das alles über meine Kanäle kommt, ja. Wenn der jetzt mal alleine touren will, dann schreiben Leute, where's Fake? Verstehst du? Und das sind so Dinge, die müssen sich die Leute jetzt dann auch mal, das ist das, was ich dann mache, also diese übertriebene Arbeit, die kommt dann am Ende auch immer wieder zu mir zurück und dann kommen auch Momente zustande, wo dann vielleicht Leute vielleicht ein bisschen beleidigt sind oder sehen oder denken, ja, es dreht sich nur um ihn oder solche Sachen, weißt du, was ich meine? Das ist so, und mittlerweile kommentiere ich jeden Dreck und wenn ich jemandem damit am Anfang wehtue, weil ich es direkt sage so, fahre ich damit viel besser, weil wir 2 Wochen später da sitzen und er sagt, ja, ich weiß schon, was du meinst, alles cool, komm. Es ist gut so, gut, dass du es gesagt hast. Und das verändert sehr viel. Das verändert sehr viel. Die Kommunikation hat bei mir unglaublich viel verändert, weil ich habe vorher eben nicht mit jedem kommuniziert. Ich bin eher davon ausgegangen, dass das alle das worshipen, so wertschätzen, was ich da alles tue, Videos drehen, Master, dies, das, Connections, eine Live, also Veranstaltung, ich buche dich, du kriegst alles von mir, weißt du? Und ich nehme mir noch nicht mal was dafür. Weil ich halt, und warum habe ich nichts genommen? Weil nicht klar war, was wir hier tun. Und wieder werden wir aber beim Thema Prozess. Also alles ein Prozess. Klar, ich habe dann immer gedacht, man teilt sich dann halt immer alles, weißt du? So. Ja, klar. Aber im Endeffekt muss ich auch mal realisieren, so ja, die ganze Arbeit, die ich mache, muss doch irgendwo auch mal ein bisschen, also. Du bist noch jung.
Das kann alles noch viel größer werden, wird es auch werden. Wir müssen jetzt mal, übrigens, nicht, dass die draußen schauen, so da sitzen, wie teilen wir das jetzt auf hier? Also wir haben zwei Shirts, die müssen wir natürlich voneinander trennen. Ja, die muss. Das ist ja Logo. Pass auf, ich mache jetzt Vorschläge. Dann gibt es noch den Figup. Wir machen, pass auf, das Shirt und die Strictly for All. Paket Nummer 1, Figup. Was müsst ihr tun? Sendung liken, kennt ihr? Und drunter schreiben, Figo-Paket Nummer 1. Das ist Figo-Paket Nummer 1. So, zack. Dann machen wir als zweites, würde ich sagen, das Crackpack-Shirt und die Scheibe, oder? Ja, so. Das sind auch übrigens gute Shirts, die sind von Stella & Stella. Das sind echt, glaube ich, mittlerweile also, so aktuell die coolsten und diese qualitativ Scheibe? Besten Shirts. Organic Fairtrade, bla bla bla. Figo-Paket Nummer 2. Und wir wollen es aber nicht übertreiben. Ich würde sagen, das heben wir uns noch ein bisschen auf, die beiden Vinyl und Tape für Online-Verlose. Wir wollen ja auch, oder? Nicht alles in der Sendung, es wird ein bisschen viel, oder? Ja klar, nee, kannst ruhig online. Lass uns das so machen. Also wir haben das Paket. Du bist der Man, du hast deine Fans im Griff, denke ich mal. Hoffe ich mal auch. Hoffe ich auch, ehrlich gesagt. Also hier, nochmal simpel für euch, das Figo-Shirt und Strictly for All. Genau. Und da hat Figup auch nicht übertrieben, ist ein wunderbares Album, ist Paket Nummer 1. Und hier, das ist dann sozusagen das Doppelalbum, das neue, den Repress zusammen mit dem Crackpack-Shirt. Paket Nummer 2. Genau. Ihr kommentiert das einfach, ich los das dann genau, wie ja das erste Gewinnspiel hier, Expedition 100 von Sweeps und Figup eben, haben wir ja auch noch am 30. Juli aus. Gibt also 3 Pakete zu gewinnen, 3 verschiedene und die beiden Scheiben und das Tape, dann machen wir online was. Damit es jetzt nicht zu kompliziert wird da draußen, bitte. Hey. Wir haben zum Ende der Sendung noch einen wunderbaren Song wieder mit dabei von dir und einem gewissen Lupara Versato. Yeah, Mann. Lupara Versato. Hey, Shoutouts, ich habe dir das versprochen, wir machen das. So, ich war mit ihm im Oktober, ich kenne ihn schon länger, wir waren mit ihm im Oktober, war ich mit ihm und Mel Beats in Sizilien. Konnte man verfolgen übrigens über Instagram. Ach ja, stimmt. Konnte man ja sehen. Ja. Und dort haben wir angefangen, so die ersten wirklichen Grundsteine zu legen. Wir kennen uns schon länger und er ist jemand, der wohnt in Basel oder in der Nähe von Basel und ist dann mal da unten. Und wenn wir in der Schweiz sind oder wenn ich in der Nähe von Freiburg, Stuttgart bin oder so, dann ist Lupara immer am Start. So. Und Lupara hat sich einfach, wie soll ich denn das sagen, es ist eine Herzensseele, der ist seit Jahren am Struggeln mit sich selbst. Ne? Er geht arbeiten, hat Nachtschicht oder Schichtarbeit, das heißt, du bist ständig am einen anderen Rhythmus haben und er rappt dann, hat so ein Jugendhaus, wo er sein eigenes Studio drin hat und so, macht das halt alles für sich, ja, in erster Linie. Und ein Freund von mir hat uns dann irgendwann auf ihn hingewiesen und gemeint so, hey, kannst du ihm nicht mal unter die Arme greifen? Und wenn das Freunde eigentlich machen, ist das immer so ein, der sieht da mehr in einem, als es ist. Und dann habe ich mir ihn aber angeguckt und weil er immer am Start war und so, ist mir aufgefallen so, fuck, der Typ, der brennt immer mehr, so der will immer mehr, oh mein Gott. Und vor kurzem hatten wir eine kleine Booth Brothers Geschichte mit ihm und jetzt habe ich eine erste Singles mit ihm mal so am Start mit Videos und so. Und der Track Jazz auf Gleich, der ist in Sizilien entstanden. Und ich wollte auch, dass er mal so ein bisschen anders schreibt, dass er Facetten lernt, dass er ein bisschen mal aus sich was macht und trotzdem irgendwo bei sich bleibt. Und ich denke, dass er auf jeden Fall eine Zukunft hat. Curse mag ihn sehr. Plusmacher mag ihn sehr, also der ist mit denen sehr gut befreundet. Wenn Curse oder Plusmacher in der Schweiz spielen, ist er auch immer am Start und meistens lassen die ihn auch mal einen Song mitrappen oder so, also kann man auf seinem Insta auch sehen. Und er hat sich einfach bewiesen und er hat auch Feature mit Tag schon mal gemacht und so Sachen. Also Lupara Versato ist auf jeden Fall einfach ein geiler Typ auch, weißt du? So ein geiler Sizilianer. Ist ja auch exklusiv, ne? Wenn wir das gleich anhören. Ja, genau, ist exklusiv. Ich glaube, das Video werden wir so in einem Monat dann raushauen, wenn alles gut läuft. Vielleicht ein bisschen früher. Und dann gibt es dann nochmal ein zweites Video und so. Und dann kommen jetzt auch mehr Projekte. Unter anderem gibt es jetzt auch bald einen Crapack-Sampler von Allen und Friends. Ja. Das wird auch geil. Also da habe ich zum Glück habe ich die Arbeit mal abgegeben an Alfonso. Der hat mich nach einer Woche angerufen und gesagt so, okay, jetzt check ich, warum du immer so gestresst bist und so. Digga, ich frag die Rapper, 8 Bars, Mann, 8 fucking Bars, irgendein Beat, nimm's doch einfach auf. Und die so alle so picky und dies und ich renne alle hinterher und dann haben die so komische Dinge. Und ich denke mir, ja, siehst du mal, so, kann's so gehen. Seid ihr alle drauf die ganze Zeit. Das ist ja, Künstler, alles Künstler. Und alles darf man nicht vergessen. Alles Künstler. Ja, man kann nur sagen. Aber ich liebe die Jungs, ich liebe jeden Einzelnen von euch, die gerade bei uns am Start sind, wirklich jeden Einzelnen. Die sind alle speziell, jeder ist
ein anderer Typ und passen geil zusammen. Jules Hyros Wien, auch so ein geiler Typ. Satyr, ja, im Oktober das erste Mal telefoniert, glaube ich, im September. Oder kurz vorher. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen deine Geschichte und jetzt gucken wir, wo er steht, ne, mit seinen knappen oder mehr als 300.000 monatlichen Hörern und so. Ich freue mich einfach gerade über so viel, was passiert einfach. Und ja, wir sind auch dankbar, dass wir im Playlisten-Game derzeit viel stattfinden. So. Ich bin allein mit 11 Songs gerade in Spotify-Playlisten auf jeden Fall. Also kann mich nicht beschweren, ich soll auch nichts sagen. Also deswegen. Deswegen, er ist gar nicht frustriert, er merkt es ja schon. Er ist eigentlich richtig gut drauf, der gute Figo. Das ist so komisch. Ja, ihr müsst auf jeden Fall natürlich auch dann, wir haben das ja vorhin so schön gesagt, ne, so wie so Sachen hier YouTube-Kanal von Vinyl Digital abonnieren, bitte Crackpack folgen, Figo so voll gerne, folgen. Ja. Weil dann kriegt ihr auch das alles mit, weil wir konnten heute auch gar nicht alles besprechen, weil da kommt noch so viel. Es geht gar nicht. Da ist wirklich eine richtig viel in der Pipeline. Also 2020 wird noch ein gutes Jahr für Crackpack. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Ich habe mir schon mal überlegt, ob ich so eine bei Banking gibt es dieses Subscribers-Ding. Ach, stimmt. Dass man halt sagt, die Leute zahlen im Monat, weiß nicht, 5 Euro oder so und dann kriegen die aber halt Zugang zu alles, was ich mache. So. Hm. Müssen halt unterschreiben, dass sie es nicht raushauen oder so, dann würde ich denen auch vertrauen. Aber ich weiß nicht, ob das ein Modell ist für die Zukunft oder nicht. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil du bist ja Fan von vielen Künstlern, nicht von einem. Wobei, ich bringe aber auch extrem viel mit deinem Lieblingsrapper. Safe. Der das ist übrigens safe. Der Prozent deines Lieblingsrappers. Safe. Figo Braslewicz. Ein schönes Schlusswort eigentlich. Der Produzent deines Lieblingsrappers. Ja, ich sage erstmal vielen Dank für deinen Besuch. Vielen Dank, dass ich wieder mal da sein durfte. Gerne, wurde mal wieder Zeit. Die nächste Sendung übrigens jetzt nach Figo wird es in 2 Wochen geben. Also je nachdem, wann ihr diese Sendung seht. Ne? Aber es ist dann am 27. Juli, da kommt der Kuchenmann vorbei. Alter. Und Big Roo. Die haben nämlich ein neues Album, heißt Tropennacht. Ich muss kurz auf meinen Notizzettel gucken. Kommt am 14. August raus. Was machen wir am 27. Juli? Wir hören exklusiv vorher rein. So, Pre-Order ist übrigens zu der Scheibe schon gestartet. Könnt ihr also auch gleich mal schauen, Kuchenmann und Big Roo. Gute Jungs. Und wir geben uns jetzt eben den auch von dir schon erwähnten Lupara. Lupara Versato. Versato. Ich feiere den Track, weil er keine Hook braucht. Das Sample und so ist voll nice. Und wir haben ein schönes Video dazu gedreht. Deswegen freue ich mich. Lupara für dich. Jazz ist bei Nacht, lieg auf der Terrasse. Sterne funkeln auf das Meer da unten, erste Klasse. Bester Platz, in der Luft der Duft vom Kaffee. Sehr dunkel alles ruhig, nimm einen Schluck von der Tasse. Lenk mich ab, vom Cash und dem Hustle. Verschwunden ist die Sonne, Lexe die sich stapelt. Weg von der Last, konnte kaum noch schlafen. Versunken in Gedanken, Uppercut für den Markt. Nahm mir die Kraft, lange fehlte mir der Atem. Heile wund ein Stück vom Kuchen, meine Flinte ist geladen. Die Aussicht passt, ich schau auf meine Karten. Mein Brunnen zeitlos, aus dem Untergrund Granaten. Fick up to the Platz, wenn er anfängt zu basteln. Eine Stunde Session, jeder Track ist im Kasten. Wir starten, Lupara ist mein Name. Il Generale. Bei Nacht, fahr auf Serpentin wie auf Schienen, gebe Gas, denke nach, Fernlicht, höre Beats, nick zum Takt, der Mond spielt seine kleinen Melodien, Wolken so golden, verfolge dieses Schattenspiel, das mich glücklich macht, Bodenstoff für Dopamin, Piano, Flow zum Groove von der Drum Machine, Bilder meiner Galerie, echte Energie, läuft nicht auf Batterie, die erste Symphonie. Kostbarer Schatz, Meister der Zeremonie, fahr bis ans Ende der Welt, pure Euphorie, jeder Satz, fast wie Poesie, lindert meine Schmerzen von der Melancholie. Sichtbare Angst, Musik meine Therapie. Vergesse für einen Augenblick, spüre die Magie. Verfolge mein Ziel, schalte den Gang hoch, Fenster runter, alles ist belanglos. Alles voller
sauber, deine Aura ist infiziert mit Furcht. Rapper-Nieten, die nicht mehr zu bieten haben als bloßen historischen Bezug, sind durch, aber längst nicht mehr überschaubar. Wisst ihr nicht, dass es je schlau war, den Wandel der Dinge zu bedauern? Inspiration und Tradition sind Teile meiner Realität, aber ich aufsage kein vorgefertigtes Gebet. Mir ist egal, was du fachwissenschaftlich unter einem Zitat verstehst. Wir schauen uns alle etwas ab, doch du versuchst es zu verstecken. So originell wie du bist, machst du aus Staub deutsche Hecke. Kurz, du übersetzt Texte, und weil es dir so viele gleich tun, denkst du, der Shit geht klar. Ich hab Hase da, ich hab Hase da. Genau so nicht, ich hol dich aus dem Rotlicht, versohl dich und schick dich wieder laufen. Mir soll egal sein, wie oft sie sich verkaufen oder ob überhaupt. Ich bin über drauf, übe kaum, doch wie Sau, rüber auf für ein paar wenige MCs. Falls dir das bekannt vorkommt, Zeller wie das Spiel macht dich krank, das ist zugleich die meistgewollte Therapie. Max Mahoney, man ist Typ Psychopathy. Ich verblende nicht die Sicht und strafe Plagiate, als ob sie Cyclops ansieht. Dein Sound ist steif, er hat Gicht, dein Sportrap-Karriereplan zerbricht an einem Leitfadenriss. Du wolltest einen Track machen, aber es wurde ein Gedicht. Daraufhin klärst du dir einen Poetry-Slam-Auftritt. Auch das ist dir recht, Hauptsache es ergibt sich für dich ein Platz im Scheinwerferlicht, Nutte tanzt, du bekommst keine Scheine für nix. Battle Rap ist im Geiste verwandt mit der Streifschussabsicht. Er will verletzen, dich abholen und wo du hingehörst absetzen. Aber nicht, dass dein Licht erlischt. Asche zu Asche mit der Scheiße in dein Gesicht. Ich seh, wie guter Geschmack sich bei deiner Inszenierung übergibt. Du hast die Show Playback gekickt, aber dein Outfit war der Shit super schick. Da hat wohl jemand nicht geknausert mit dem Zasse. Du fällst niemals aus dem Rasse wie Computerschrift. Bist so fortschrittlich wie ein Läufer, der zum Marathoner tritt. Deine Themen inszenieren zur Traulichkeit, damit die Minderjährige das Ruby-Kleid abwirft. Du spekulierst auf den Griff in ihr zartes Leder. Die Rattenfänger ist das Mittel zum Zweck. Im Endeffekt egal wie so einem Staubsaugervertreter. Ich seh das jedes Jahr immer steter, wie der Radierer zum Fest der Liebe. Auf meinem Wunschzettel steht übertrieben aufgeschrieben: Töte den da, 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 töte den da. Tötet ihn da. Tötet ihn da. Tötet ihn da.